Es ist soweit, wir werden heute eine richtig lange Radreise starten. Hier hinter uns ist das Schloss Celle und wir werden bis zum Kaiserwald hinfahren. Das ist ja irgendwo in Tschechien. Wir werden bestimmt safe über 400 Kilometer weit fahren. Das wird richtig geil sein. Und mein Bruder ist auch dabei. Ja. Wir werden heute richtig fahren. Ja, guck dir das mal an hier. Ich habe das Ganze hier mit zwei Seilen abgespannt. Also das ist ziemlich auf Kante hier. Das kann jeden Moment runterfallen. Links, rechts. Das sieht sehr gut aus. Das wird die erste dokumentierte lange Bikepacking-Tour sein. Wie viele Tage planen wir? Ich sag, wir brauchen 5 Tage. Also heute darf man nicht mitrechnen, weil heute fahren wir nur 8 Kilometer. Und ab morgen würde ich sagen 5 Tage, 5 Nächte. Ich sage 7 Tage. Und wisst ihr auch warum? Weil ich habe für diese Tour dieses gebrauchte Damenrad hier gekauft. Der hat mir bei Kleinanzeigen 40 Euro gekostet. Und der Vorbesitzer, der meint, dass der 20 Jahre alt ist. Die Reifen sind nicht zu 100% aufgepumpt. Ich habe vergessen, eine Luftpumpe zu kaufen. Der ist auch noch nicht perfekt aufgepumpt. Guck mal, das Ding hier, das klappert hier rum. Hier vorne ist ein bisschen Rost. Hier ist dieses Schaumstoff kaputt. Die Gangschaltung, die funktioniert nur teilweise. Also ich kriege den hier nicht runtergeschaltet. Wenn ich diese Bremse betätige, dann quietscht das. Hier vorne ist Rost. Hier vorne am Gepäckträger ist auch Rost. Hier an der Kette ist auch Rost und ich habe das nicht geölt. Diese Fahrradtaschen, die haben 30 Euro gekostet. Und das sind richtige Billig-Fahrradtaschen. Die werden safe abreißen. Die fühlen sich extrem billig an. Hier vorne, das hier ist irgendwie so verbogen. Das ist voll geil. Hier vorne ist dieser Reflektor kaputt gegangen. Das war schon vorher kaputt. Dieser Sattel, der ist hier ein bisschen locker, das ist voll geil. Hier vorne ist auch ganz viel Rost dran. Hier vorne ist ein bisschen Rost dran an der Pedale. Prüfen, ob die hält. Dieser Reflektor ist hier dreckig. Dieser hier ist auch dreckig. Der geht noch. Der geht auch noch. Ich habe zwar Flickzeug dabei, aber ich habe meine Luftpumpe vergessen. Das ist voll geil. Das heißt, wenn ein Platten zwischendurch kommt, dann müssen wir laufen bis zum nächsten Laden, wo man Luftpumpen kaufen kann. Das wird richtig geil sein. Und ich kann jetzt schon mal safe sagen, dass ich mit diesem Fahrrad definitiv keine Freunde sein werde. Weil guckt euch mal an, wie das schon mal aussieht. Der passt nicht zu mir. Und mir sitzt dieser Lenkrad zu tief. Das ist voll scheiße. Ich habe nicht viel Schraubzeug dabei. Das wird eine richtig ranzige Tour sein. Mit einem alten, klapprigen Damenrad. Extra für dieses Videoprojekt. Und Celle liegt in der Nähe von Hannover. Das heißt, wir werden quer durch Deutschland fahren. Bis nach Tschechien, genau. So, die Fahrradtour beginnt. Die Aufzeichnung startet. Und ich bin jetzt ungelogen. Ich bin mit diesem Fahrrad habe ich nur 5 Kilometer bisher gefahren. Sonst kein Stück mehr. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Fahrrad dafür funktioniert. Aber das wird auf jeden Fall schon schief gehen. Das muss schief gehen. Das muss auf jeden Fall schief gehen. Das habe ich mir ganz spontan für 40 Euro gekauft. Das war so richtig spontan. Letzte Woche habe ich das gekauft. Ich bin gespannt drauf, ob dein Gepäck runterfällt. Ich hoffe, ich kriege das auf Kamera drauf. Es muss unbedingt runterfallen auf dieser Tour. Das ist eine Radtour mit Gehirn. Guck mal, wie sich dieser Fahrrad hier schon anhört. Macht diese Fahrradgeräusche, diese Billig-Fahrradgeräusche von dem allerletzten klapprigen alten Damenrad. Ich finde auch, dass dieser Dynamo hier vorne, also dieses Licht, dass der voll schwach leuchtet. Also schwächer als wie gehofft. Das ist der Dynamo-Antrieb. Klapprige Damenrad, billig alter Dynamo-Antrieb, genau. Da ist viel zu wenig Licht, was da durchkommt. Das ist voll scheiße. Viel zu wenig Licht. Das heißt, ich werde wohl mit meiner Kopflampe nachhelfen müssen. Wenn es gleich dunkler wird. Guck mal, wir fahren gerade auf so einen Schotterweg. Und ich habe gerade so ein bisschen die Felge gespürt, wie das da durch den Stein geknallt ist. Ich hoffe, dass gleich kein Platten kommt. Es hat aber richtig geknallt gerade auf der Felge. So, ich habe gerade meine Kopflampe und meine Filmleuchte rausgeholt. Und guckt euch mal an, wie billig dieser Reißverschluss ist. Der wird safe abreißen, kaputt gehen. Der ist so billig. Wie das schon anhört und wie billig sich dieser Halter hier anhört. Boah. Ich muss den zukriegen. Oh Gott, ey. Oh, guckt euch mal das hier schon an. Der reißt hier schon auf. Das ist voll scheiße. Boah, ist das billig, ey. So eine Billig-Fahrradtaschen hier. Na los. Na endlich. Endlich habe ich das geschafft.
Das sind richtige Billigfahrertaschen. Original Billigfahrertaschen. Die sind sowas von scheiße. Die habe ich nur für diese Tour hier gekauft. Ich brauche eine Kooperationsanfrage. Ah, hier sind überall diese ganzen Viecher und so weiter, die uns gegen das Gesicht fliegen. Gegen die Stirn und Augen und so. Und Ohrläppchen und so. Genau, die fliegen uns da die ganze Zeit gegen das Gesicht. Und ich habe so ein paar auch in meinen Mund reinbekommen sogar. Die sind mir durch die Zahnlücke durchgeflogen, diese Viecher. Das geht doch gar nicht, ey. Das ist voll heftig. Ich fühle mich brutal damit. So, wir haben noch nicht mal 10 Kilometer geschafft. Und wir haben unseren Schlafplatz für heute gefunden. Wir haben keine Kerzen dabei, keine Grabkerzen, keine Teelichter. Das ist ein bisschen schade. Könnte man hier perfekt aufstellen. Ja, genau. Habe ich im letzten Moment noch dran gedacht und dann doch vergessen. Meine Taschen würden dafür aufreißen, wenn da noch mehr gepackt wäre. Auf jeden Fall, die sind viel zu billig. Weißt du, was geil bei mir ist? Diese kleine Tasche, da passt zwar nicht viel rein, ja, aber man kann hier eine Powerbank reinpacken, ist auch drin. Mhm. Und dann mit einem Kabel das hier verbinden. Das ist super. Weil ansonsten müssten wir immer anhalten zum Laden des Handys und das ist saunervig. Ja, es wird bei mir wohl der Fall sein. Aber ich werde immer aufladen, wenn wir pausieren oder so. Ja, das werde ich auch machen. Und pennen und so. Wir werden auch zwischendurch mal in einem Café gehen müssen, um Powerbanks aufzuladen und so, denke ich. Ja. Aber bei der Hitze, es werden teilweise 31 Grad werden, denke ich, werden die Akkus auf jeden Fall schneller runtergehen. Und guck mal, dieses hier, das hat mich ausgebremst so ein bisschen vorhin, als ich das benutzt habe. Dieser alte Dynamo. Das hat man voll gemerkt, dass der gezogen hat. Das schwöre ich euch drauf. Aber wirklich. Ich werde mit diesem Fahrrad definitiv keine Freunde werden. Hallo? Was geht hier los? Wir machen etwas Pause. Nur Pause? Ja. Also, das ist in Ordnung. Ich dachte, ihr macht hier Party. Nein. Nein, Party nicht, nein, nein. Aber wäre es in Ordnung, wenn wir hier vielleicht schlafen? Also, wir machen keinen Lärm. Wir wollen eine Radtour machen und... Ja, nee, könnt ihr hier. Ist kein Problem. Bis morgen früh bin ich hier noch und fehle ich hier ein bisschen aus. Wichtig, dass keine Kippen hier liegen. Nein, wir rauchen noch nicht mal. Also weil, das ist schön, weil hier morgen ist nämlich vermietet hier. Ja, das ist kein Problem. Für eine Party, morgen Vormittag geht das schon los. Okay. Deshalb habe ich heute noch mal geguckt, ob noch alles halbwegs sauber ist. Ne, pennen könnt ihr hier, das ist kein Thema. Super. Ne? Okay. Gut, alles klar. Dann noch einen Abend. Tschüss. Tschüss. So, eben gerade kam jemand vorbei, wahrscheinlich der Besitzer oder auf jeden Fall jemand, der das hier kontrolliert hat. Und der wollte nur prüfen, ob hier Party gefeiert wird oder so. Und nee, das haben wir nicht vor. Wir wollen hier nur pennen. Und der hat auf jeden Fall Verständnis, weil morgen früh soll das gemietet werden für irgendeine andere Party oder so. Und genau, der hat uns das genehmigt, dass wir hier pennen können. Guten Morgen, nächster Tag ist angebrochen, heute beginnt die Tour. Aber so richtig, heute werden Kilometer gemacht. Und wir sind unausgeschlafen. Wir hätten bestimmt 2 Stunden länger Schlaf gebraucht. Aber schade, dass der Hütte gleich vermietet wird. Das heißt, wir müssen gleich Koffein herstellen, aber ganz schnell. Und dann hier verschwinden. Das sind 3 Kaffeepads. Sogar billige. Die werden bestimmt scheiße schmecken. Ich bin gespannt drauf. Ich habe die ganz günstig bei Netto gekauft. Und die waren so billig, dass ich bestimmt denke, dass sie scheiße schmecken werden. Aber vielleicht liegt das auch nur am reduzierten Preis, also am Angebotspreis. Aber vielleicht werden die gleich wirklich scheiße schmecken. Oh scheiße, ich habe hier viel zu viel dieses Kaffeeweiße reingemacht. Das wird bestimmt scheiße schmecken. Da ist viel zu viel Kaffeeweiße drin. Da hätte nur so ein paar Bisse gereicht. Oh, und viel zu viel, wie heißt das Ding? Ich habe viel zu viel dieses Süßmittel reingemacht auch noch. Weil da ist dieses, wie heißt das Ding? Das Ding hier ist zerbrochen, da kommt nur Pulver raus. Diese ganzen Kerne, die da drin sind, die Stückchen, die sind alle zerbrochen. Ich habe da jetzt viel zu viel drin. Das ist viel zu süß, das ist voll scheiße. Bah, der Kaffee schmeckt scheiße. So, jetzt wird ein Brötchen gefrühstückt. Und, oh scheiße, ich habe hier Frischkäse dabei. Und dieser ganze Wasser von dieser Frischkäse ist hier ausgelaufen. Das ist voll scheiße. Jetzt sind auch nochmal die ganzen Leberwürstchen hier nass. Und mit Frischkäse getunkt. Boah. Ich muss dieses Frischkäse jetzt essen. Und ich habe hier eine Lauchzwiebel dabei. Extra, damit ich euch zeigen kann, wie ich damals ausgesehen habe. Der wird jetzt auch gegessen. Schön auf das Frischkäse drauf. Ich war früher ein richtiger Lauch gewesen. Ich war untergewichtig. Ich habe richtige Lauchsarme gehabt. Die waren noch nicht mal 30 Zentimeter fett. Heute sind die... Also aufgepumpt sind die heute 42 cm Fett. So, jetzt wird gegessen. So,
So, Brötchen mit Frischkäse, unser Frühstück heute. Und Brötchen habe ich auch noch gegessen. Guck mal, noch nicht mal vernünftig benutzt. Und schon ist das hier aufgerissen hier. Voll geil. So gehört sich das. Das ist eine Billigtasche. Eine Billig-Fahrradtasche. Hier ist sogar meine Gaskartusche eben gerade reingerutscht und ich habe die ganze Zeit gesucht. Das ist voll scheiße. Der ist hier in dieses Loch reingerutscht. So muss das sein. Das fängt schon mal gut an. Wir müssen noch knapp 400. Ja. Die Sachen sind vollständig gepackt und das wird safe kaputt gehen, aufreißen und so weiter. Ich bin gespannt drauf, wie lange das hält. Wir sind gestartet. Jetzt geht's weiter. Das wird gleich so richtig geil sein, weiter zu fahren. Oh Scheiße, deine. Oh Scheiße, jetzt ist mein Licht hier weggerissen, ey. Oh Scheiße. Und jetzt, weil meine Lampe hier abgebrochen ist, muss ich extra neues Licht kaufen gehen. Einer, der hier mit Akku betrieben ist, also mit Batterien und sowas. Das wird richtig scheiße sein. Schon wieder Geldverschwendung. Nur weil der hier nicht gehalten hat. Von diesem klapprigen alten Billig-Damenrad, der 20 Jahre alt ist. So muss das sein. Das fängt schon mal gut an. Wir haben noch nicht mal 100 Meter geschafft. Wir sind gerade losgefahren. Das heißt, jetzt erstmal irgendeinen Einkaufsladen suchen gehen, der irgendwie Fahrradlichter verkauft. Sag ich doch, ich werde mit diesem Fahrrad definitiv keine Freunde werden. Den ersten halben Kilometer haben wir jetzt geschafft. Und wir sind auf der Suche nach Wasser. Keine Ahnung, Friedhof oder sowas. Wo wir Leichenwasser trinken können. Genau, ich habe wieder richtig Bock auf Leichenwasser hier. Dieser Storch ist voll fett. Der hat voll einen langen Schnabel. Ich habe Angst davor, dass der in mein Ohr reingeht und ein Stück Gehirn rausholt. Mit seinem langen Schnabel. Der ist voll furchteinflößend. Und der Traktor, der hat mich belästigt. Und ach so, das habe ich gar nicht dokumentiert. Wir waren gerade auf einem Friedhof gewesen und wir wollten da ein bisschen Leichenwasser abfüllen, auch in die Flasche rein zum Trinken. Und dann kam ganz panisch ein Friedhofsmitarbeiter her und hat gesagt, dass da Leichenwasser drin ist. Und dann hat er uns so Wasserflaschen abgegeben, genau. Ja, dann halt so, ne? Warum denn auch nicht? So kommt man an Wasser ran. So, Fahrradpumpe ausgeliehen. Jetzt wird das Hinterrad so ein bisschen aufgepumpt. So, der Hinterreifen, der ist schön fest. Ich habe Angst, dass der platzt. Weil gestern, wo wir den Schotter gefahren sind, dann hat das geknallt. Das ist schön auf die Felge gekommen, wo ich auf so einen Stein rüber gefahren bin. Das war voll, das hat sich voll ungesund angehört. Ich bin gespannt, ob der Vorderrad auch funktioniert. Ah, scheiße. Der vordere passt nicht. Hier passt nur Fahrradventil rauf. Und hier hinten, Hinterrad hat ein Fahrradventil, aber Vorderrad hat ein Autoventil. Das heißt, ich muss den Vorderrad woanders aufpumpen. Das ist voll scheiße. Aber immerhin ist der Hinterrad aufgepumpt. So, weiter geht's. Und ich spüre auf jeden Fall, dass mein Rad so richtig hart jetzt ist. So richtig hart aufgepumpt. Zwei verschiedene Ventile am Fahrrad sind voll scheiße. Jawohl, hier vorne ist eine Tankstelle. Ich werde jetzt Reifen aufpumpen gehen, der Vorderrad. So, hier vorne ist diese Luftpumpe. Jetzt wird der Vorderrad aufgepumpt. Ich habe keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Wie kriege ich den höher, dass da mehr Bar drauf geht? Scheiße, die Maschine funktioniert gar nicht. Du hast nachgefragt, die wissen, die haben auch keine Ahnung davon. Beide Mitarbeiter wissen. Das funktioniert nicht. Scheiße, jetzt ist da sogar noch mehr Luft rausgekommen, als ich eigentlich die ganze Zeit aufpumpen wollte. Jetzt habe ich noch weniger Luft im Reifen drin. Das ist voll scheiße, weil dadurch, dass ich das hier einstecken musste, ist ja ein bisschen Luft rausgekommen. Das war eine idiotische Idee gewesen, das hier zu benutzen. Das funktioniert nicht. Das war eine ganz idiotische Idee. Toll, Zeitverschwendung für umsonst und mehr, ja. Luft draußen. Dann fahren wir halt weiter mit zu wenig Luft am Vorderrad. Und ich habe meinen Oberkörper frei gemacht, weil wir haben richtig geiles D3-Schepperungswetter. Weil ich liebe es, wenn der D3 vernünftig scheppert. Es muss mehr davon kommen. Ich liebe den Sommer, weil Sommer ist immer voll geil. Mein Sattel wackelt die ganze Zeit hin und her, das ist voll unangenehm. Das drückt am Anus. Ich finde das richtig geil, dass das Wetter so geil ist. Da muss noch viel mehr davon kommen. Ich hätte so ein Wetter wie heute, gerne auch noch ein bisschen wärmer. Hätte ich gerne
das Dreiviertel des Jahres. Das ist voll geil. Endlich! Endlich ist es passiert! Der Gepäck ist runtergefallen vom Fahrrad. Das ist überhaupt nicht geil. Wie das aussah, wie das runtergefallen ist. Das ist auch nur passiert, weil der Gepäckträger, der ist nicht gerade, der ist schief, der ist ein bisschen kaputt. Den kann ich auch nicht reparieren. Der ist mal gestürzt, deswegen. Und das passiert auch nur, wenn ich mich hinstelle. Ja. Weil dann kann ich diese, dann sitze ich nicht so auf diese Tab drauf. Ich sitze so ein bisschen am Tab dran und deswegen hält das so. Aber wenn ich mich hinstelle, dann ist das nicht sicher und fällt immer zur Seite. Das wird wahrscheinlich die bekloppteste Fahrradtour von ganz YouTube Deutschland werden. Die bekloppteste Bikepacking-Tour. Auf jeden Fall, ja. Mit zwei kaputten Fahrrädern. Also mein Fahrrad ist eigentlich heile, aber der Gepäckträger ist halt ein riesen Nachteil, weil das Gepäck immer, wenn ich mich hinstelle, zur Seite fallen wird. Und hinstellen muss man sich, weil sonst tut der Arsch einfach weh. Ja, ich weiß. Meiner tut auch die ganze Zeit weh. Und wir haben gerade mal 30 Kilometer gemacht. Oh scheiße, du meinst, dass dein Seil gerissen ist, der dein ganzes Gepäck gehalten hat? Ja, hier. Gebe dir mal einen Kabelbinder. Vielleicht kriegst du es so fest. Kabelbinder sind voll cool, die sind wichtig. So, ich war eben gerade auch ganz kurz in diesen Rewe drin gewesen. Und die hatten ein Fahrradabteil gehabt. Und zwar, ich habe mir eine Fahrradluftpumpe gekauft. Und Fahrradlicht. Voll geil, das werde ich jetzt dran machen. Aber erstmal werde ich den Reifen aufpumpen. So, dieser Rad ist jetzt vernünftig aufgepumpt, also der ist richtig gut fest. Und jetzt werde ich die Beleuchtung dran platzieren. So, die Lampe ist platziert. Die funktioniert auch sogar. Die ist schon angeladen. Ich weiß nicht, wie voll geladen der ist, aber auf jeden Fall ist da Strom drauf. Also da funktioniert jetzt sofort, der ist einsatzbereit. Und hier habe ich diesen Hinterlicht dran gebunden. Der funktioniert auch. Lichtreparatur erfolgreich geschafft. Sehr gut. Jetzt geht's weiter. Jetzt können wir endlich weiterfahren. Und dein Gepäckträger hast du auch hinbekommen, ne? Ja. Das ist super. Wir sind dabei, weiterzufahren. Und ich merke auf jeden Fall einen Unterschied wegen meinem Rad, dass dieser Rad hier unten mehr aufgepumpt ist. Dass der straffer ist, dass er nicht so lasch ist und so weiter. Dass ich nicht jedes Mal Angst haben muss, dass die Felge zerbricht, wenn ich über so einen Stein drüber fahre. Genau, deswegen habe ich das so aufgepumpt. Und die Luftpumpe hat mir 10 Euro gekostet. Und die Lichter, also die Lampen, die haben mir 30 Euro gekostet. Das heißt, alles zusammen hat genauso viel gekostet wie das Fahrrad selber. Wir sind irgendwie in Gifhorn angekommen und diese rote Ampel, die stört uns. Und jetzt ohne Scheiß, wir warten schon ganze 2 Sekunden darauf, dass diese Ampel endlich grün wird. Das ist richtig heftig, ey. Das ist Zeitverschwendung. Hirnhaut! 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 Später soll es stürmen, so laut Wetterbericht. Heute Abend. Bis dahin sollen wir unser Schlafplatz gefunden haben, aber ein paar Kilometer machen wir noch. Oh Leute, ich habe meinen Bruder verloren. Ich habe vergessen abzubiegen. Und da war mal hinter mir. Ich bin vollkommen falsch abgebogen. Das ist voll scheiße. Egal, da treffen wir uns in der Ortschaft. Oh scheiße, die ganze Straße ist gesperrt. Das heißt, ich muss einen noch größeren Umweg machen. Ich glaube, über 6 Kilometer Umweg muss ich jetzt machen. Nur weil ich die Einfahrt verpasst habe. Und diese Baustelle da eben gerade, da ist alles gesperrt. Ich komme noch nicht durch. Das ist voll scheiße. Ich muss einen richtigen Umweg machen. Warum bin ich bloß die Straße gefolgt, ohne auf Google Maps zu achten? Das ist voll scheiße. Das ist richtig, richtig ärgerlich. Und da drüben sind überall Baustellen und sowas. Ich weiß gar nicht, ob ich da irgendwie durchkomme oder so. Das ist eine Katastrophe. Alter, was ist denn das für eine Dreckscheiße? Ich versuche hier die ganze Zeit irgendwie den Weg zu finden und versuche Google zu folgen. Aber Google, der möchte mich jetzt gerade hier über diese Brücke hier drüber führen. Und diese Brücke ist noch lange nicht fertig gebaut. Das ist voll scheiße. Ich komme da nicht rüber. Ich kann hier nicht lang. Und guck mal, was für einen Umweg ich gemacht habe. Ich hätte eigentlich von denen hier nach hier hinfahren müssen. Und dann bin ich stattdessen hier bis hier hingefahren und dann hier, also bis hier und dann hier rein und habe versucht irgendwie hier rüber zu kommen, aber keine Chance. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückfahren. Ich fahre hier bestimmt schon eine halbe Stunde Fahrrad hier, diesen Umweg hier rum. Ich versuche hier irgendwie zum Dönerladen hinzukommen. Genau, wir möchten uns beim Dönerladen treffen. Ich habe Bock auf Döner und ich habe Durst auf irgendwas Kühles zu trinken. Jetzt muss ich den ganzen Weg wieder zurückfahren, glaube ich. Junge, 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 Junge. War das eine Tortur gewesen? Ich bin jetzt den ganzen Weg wieder zurückgefahren und ich komme jetzt gleich zu dieser Straße, wo ich abbiegen musste, wo ich die Abbiegung verpasst habe. Und genau, die ist genau hier.
Genau hier musste ich abbiegen. Genau hier. Das hat mir auf jeden Fall sehr viel Kraft und Nerven gekostet. Jawohl, da geht's zu dieser Ortschaft hin. Sogar bergab. Jawohl. Ich glaube, in einer Viertelstunde werde ich beim Treffpunkt ankommen. Junge, 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 Junge. War das ein beschissener Umweg gewesen, nur weil ich die Abbiegung verloren habe. Und ich bin ganz problemlos hierher gekommen und habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Und ich war noch in der Bank und mir sind sogar noch Sachen runtergefallen. Ich wäre eigentlich noch viel früher hier. Oh. Ich habe bestimmt eine ganze Stunde Umweg gemacht. Und jetzt werden wir noch voll Knallgeräusch auf das belästigt. Aber da drüben ist der Dönerladen. Wir werden da jetzt essen gehen. Ich habe richtig Hunger. So, Döner ist fertig. Und jetzt machen wir uns auf der Suche nach einem sicheren Schlafplatz, weil laut Wettervorhersage soll später Gewitterwarnstufe 3 sein, also von 4. Das soll später richtig heftig sein. Und später wird das so wild werden, dass vielleicht Tornado-Gefahr kommt. Genau, so wild wird das werden. Deswegen müssen wir auf jeden Fall eine, so richtig geiler Schutz, genau, irgendwas zum Schutz finden. So, ich habe eine Brücke navigiert. Ich bin ganz gespannt drauf, wie die Brücke aussehen wird. Ich hoffe, dass sie zum Schlafen geeignet ist. So, wir sind angekommen. Das hier ist die Autobahnbrücke. Und die ist ziemlich schmal. Guck mal, wie wenig Platz hier ist zum Draufschlafen. Aber diese Straße hier, die sieht irgendwie so aus, als ich laufe einmal durch die Brücke durch. Genau, ich bin an einer anderen Brückenseite. Und diese Straße hier vorne, das sieht irgendwie so aus, als ob vielleicht nur dreimal am Tag ein Auto vorbeifährt. Genauso. Nur vielleicht dreimal am Tag so ein Auto durch die Brücke durchfährt. Ich weiß mal nicht, ob dieser Platz wirklich geeignet ist, aber der sieht auf jeden Fall sturmsicher aus. Beziehungsweise tornadosicher, genau. So ungefähr. Und guck mal hier. Ich habe hier ganz viel Sonnenbrand bekommen. Voll geil, endlich. Meine Haut wird sich auf jeden Fall abhellen, glaube ich. Das ist total rot. Das ist richtig rot. Ich hätte nicht gedacht, dass ich heute so einen Sonnenbrand bekomme. Ich habe mich viel zu spät eingecremt mit Sonnenmilch. Das ist voll scheiße. Ich habe das viel zu spät gemacht, weil ich gedacht habe, dass meine Haut so weit ist für so eine Sonne. Aber ich habe die Sonne gefeiert heute. Hoffentlich kommt morgen auch so eine Sonne, aber irgendwie auch nicht wegen meinem Sonnenbrand. Da sollen wir auf jeden Fall geschont werden. So, die Dunkelheit ist angebrochen und es dauert nicht mehr lange, bis der Gewitter irgendwann kommt. Ich glaube, in den nächsten 2-3 Stunden bestimmt. Und genau, wir chillen so lange hier draußen, bis Gewitter kommt, dann flüchten wir dann da drunter unter der Brücke und dann pennen wir da drunter. Und ich hoffe natürlich, dass nicht zu viel Regen kommt, dass wir dann überschwemmt werden oder so und uns retten müssen oder so. Aber das wäre auf jeden Fall gut fürs Video. Aber genau, der Grund, warum wir die ganze Zeit hier draußen chillen, ist erstens, um draußen zu chillen. Und zweitens, weil draußen Internet ist. Unter der Brücke ist überhaupt gar kein Internet. Da ist alles eh. Das ist voll scheiße. Deswegen sind wir jetzt draußen und chillen hier und genau und warten ab, bis der Gewitter kommt. Guck mal, das hier, das was hier so leuchtet, das sind alles Glühwürmchen. Ich habe schon sehr lange Zeit keine Glühwürmchen mehr gesehen. Genau. Wir fliegen hier überall rum. Es ist ewig her, dass ich das letzte Mal Glühwürmchen gesehen habe. Jo, das Unwetter beginnt. Es ist bei uns angekommen. Es blitzt hier die ganze Zeit total rum. Gut, dass wir hier Schutz gefunden haben. Unter dieser Brücke. Es ist ein richtiger Starkregen hier. Und das windet hier total rum und sowas. Und das blitzt und donnert hier die ganze Zeit. Aber so richtig. Und guck mal, dieser ganze Starkring hier vorne, der kommt bei uns hier rein. Wir werden hier voll überschwemmt. Guck mal hier. Das heißt, wir müssen uns retten vielleicht, falls das noch viel mehr kommt. Wir werden hier voll überschwemmt. Ich musste mich eben gerade hier retten. Ich habe meinen Schlafplatz von hier gerade hier hin transferiert. Genau, weil dieser ganze Wind mit den ganzen Regentropfen mich die ganze Zeit hier ausgepeitscht hat. Genau. Das ganze Wasser ist hier angekommen. Das hat immer mehr Wasser. Prüfen, ob wir hier wirklich gleich schwimmen müssen.
Das will ich auch nicht aufhören. Es wird immer mehr Wasser. Mal sehen, ob dieser Wasser hier vorne irgendwann elektrisch wird. Genau. Das Wasser wird immer, immer höher. Da muss noch viel mehr davon kommen. Guten Morgen. Nächster Tag beginnt. Und dieser Sturm ist weg. Und wir wurden nicht komplett überschwemmt. Dieses Wasser ist auch hier mittlerweile weg. Also wir mussten uns nicht retten. Aber auf jeden Fall war das voll cool, als das Wasser hier dieses Mal gestiegen ist gestern. Also heute Nacht, genau. Wo es so gestürmt hat, wo richtig viele Blitze und sowas waren. Und Wind und wo das Wasser mich hier angespritzt hat. Und ich diesen Schlafplatz nach dahin transpirieren musste. Aber danach irgendwann, wo das zu Ende ging, ich den Schlafplatz wieder zurück transferiert habe, genau hierhin, sodass ich hier weiter geschlafen habe. Das war voll cool gewesen, dass das Gewitter hier war und dass wir hier geschützt waren, genau. Aber ich bin voll schwach, der Sonnenbrand, der drückt, der Schmerz, der Sonnenbrand ist echt übel. Ich kann nicht vernünftig denken, das ist voll, ich weiß auch nicht. Jetzt wird Koffein hergestellt. Du musst nur noch ein bisschen Eis ziehen oder dann können wir es saufen. Jetzt wird Kaffee getrunken. So, ein bisschen heiß, aber Koffein unter der Brücke zu saufen ist so richtig geil. Und das machen wir hier unter dieser Autobahnbrücke, wo wir Schutz gesucht haben vor dem Gewitter, genau. So, die Sachen sind gepackt, wir sind gestartet. Der nächste Tag beginnt. Ich bin ganz gespannt drauf, wie viele Kilometer wir heute machen. Es ist schon Mittag, weil wir sind so richtige Langschläfer und der Gewitter hat uns genervt und belästigt. Genau, deswegen haben wir Schlaf nachgeholt. Aber die Belästigung vom Gewitter, die war voll cool gewesen. Der hat uns nicht schlafen gelassen. Das ging so einige Zeit. Das war auf jeden Fall lustig, wo alles unter Wasser war. Wo dieser ganze Regenwasser immer mehr wurde. Wo wir geschlafen haben. Wir hatten uns schon ein bisschen Sorge gemacht, dass wir die Sachen zusammenpacken müssen und dann in Stehen schlafen müssen, weil alles unten nass ist. Aber Leute, wir sind gerade erst gestartet und haben hier die Route gewählt. Über Google Maps, der uns mit Sicherheit wieder in falsche Richtung führt. Und es fängt gerade an zu regnen. Es kommt so ein ganz kalter Niesel auf meine Sonnenbrandverletzung drauf. Es fühlt sich voll unangenehm an. Ich habe keine Regenponcho. Und es wird immer stärker. Ich wäre dafür, dass wir uns ganz kurz auf einem Baum hinstellen. Ja, da drüben. Es regnet gerade so richtig. Scheiß Regen, ey. Gerade gestartet und jetzt fängt es an zu regnen. Also richtig in Ström. Mein Gott, ist das eine Scheiße, ey. Und diese Bäume, die bringen sehr wenig, ey. Da kommt extrem viel durch. Ganz viel von diesem Regen. Also wir werden hier komplett nass gemacht. Und das regnet hier total Ström, ey. Gerade wo wir losgefahren sind. Ich werde hier total nass gemacht und mein Fahrrad und so weiter auch. Alter, wir werden alle hier nass gemacht. Man kann sich irgendwo nirgendwo verstecken, ohne dass da irgendwie Tropfen runterkommen. Ey, das geht gar nicht klar. Mann, ich habe keinen Regenponcho, gar nichts dabei. So, der Regen ist ein bisschen weniger geworden. Also es tropft noch ganz leicht, also nieselt. Aber trotzdem bin ich voll durchnässt. Das ist voll scheiße. Aber dieser Regen hat richtig genervt und der nervt immer noch so ein bisschen. Der ist so ein bisschen hier, ein bisschen nieselt kommt. Und auch vor den Tropfen, vor den Bäumen und sowas. Kühlt auf jeden Fall meinen Körper runter. Oh, scheiße, es fängt schon wieder an stärker zu werden. Aber da drüben, oh ja, das fängt gerade schon wieder an. Da drüben ist ein Aldi, da können wir uns unterstellen. Ja, guckt euch mal an, wie das hier rumregnet, ey. Das will nicht aufhören. Aber hier vorne ist Aldi. Aldi rettet uns. Schade, dass heute Sonntag ist und wir nichts einkaufen können. Ich brauche einen Regenponcho. Junge. Und guckt euch mal an, wie das hier umspritzt. Das spritzt so rum, dass das meinen Kopf nass macht. Ja, die Dusche, jawohl. Jetzt stehe ich hier total im Kühlen nass, ohne die Möglichkeit, mich abzutrocknen. Und das fängt an zu winden auch noch. Der Wind macht das auf jeden Fall nicht besser. Das wird immer kühler irgendwie. Also ich habe schon geduscht, dadurch, dass ich nur Fahrrad gefahren bin. So Leute, der Regen hat nachgelassen, es nieselt nur noch ganz leicht. Und ich habe mich hier mein Pullover angezogen. Das heißt, wir fahren gleich weiter. Aber wenn es gleich nochmal so stark regnen sollte, dann bin ich so richtig am Arsch.
Weil ich habe diese Pullovers jetzt an. Wenn die nass werden, dann ist es richtig scheiße. Weil ich habe vielleicht nur noch einen dritten Pullover. Also ich habe jetzt zwei Pullovers an, weil mir ist kalt. Ich bin richtig ausgekühlt und das wird richtig scheiße sein. Hoffentlich wird das vielleicht nicht schon wieder so stark regnen. Und wir haben bestimmt eine ganze Stunde hier gewartet, bis der Regen nachgelassen hat. Warum muss das heute so regnen? Das ist voll scheiße. Aber hoffentlich regnet das gleich nicht doller oder so, dass es nur maximal dieser Niesel hier bleibt. Weil ich kann mir das nicht erlauben, dass mein Pullover komplett nass wird, so richtig durchnässt. Auf jeden Fall richtig beschissenes Scheißwetter hier. Das Wetter was heck. Es will einfach nicht aufhören zu nieseln. Die ganzen Stunden. Ich glaube, wir haben bestimmt jetzt 20 Kilometer heute gemacht, ne? Ja, und alles nur durch den Regen durch. Ja, genau. Ein richtig verseuchtes Wetter. Ich habe immer noch keinen Regenponcho. Guck mal, wir haben das hier gefunden. Das ist so ein ganz uralter Aussichtsturm oder was das hier sein soll. Und das wäre unser Alternativschlafplatz gewesen. Aber dafür müssten wir 32 Kilometer herfahren. Und wir waren gestern voll kaputt. Deswegen, wir waren gut kaputt gewesen. Und mein Sonnenbrand zehrt. Und deswegen haben wir uns entschieden, unter der Brücke zu schlafen, anstatt hier. Das wäre zu weit weg. Und ich will einmal kurz gucken, wie das hier aussieht, diese Schlaflocation. Weil das wäre richtig scheiße gewesen, wenn das unschlafbar wäre oder so. Das ist ja alles voll feucht und hier wäre auch wenig Platz. Okay, hier oben ist alles offen. Hier ist ein bisschen Aussicht und hier riecht das total nach Urin. Das ist auf jeden Fall gar keine gute Schlaflocation hier. Also wir können froh sein, dass wir da unter der Brücke geblieben sind. Und uns dort vor dem Sturm Schutz gesucht haben. Aber hier wäre auf jeden Fall nicht möglich. Schau, alleine guck mal, diese Treppenstufen hier vorne, die sind nicht wasserdicht. Das ist wie so ein Sieb, da kommt Wasser durch. Das hätte uns auf unser Kopf getropft die ganze Zeit. Es war auf jeden Fall die beste Entscheidung gewesen, da unter der Brücke zu schlafen. Das kannst du auf jeden Fall auch bestätigen, dass unter der Brücke die Schlaflocation viel besser gewesen war als die hier. Auf jeden Fall, hier wären wir komplett nass geworden. Hier, die würde gar nicht klar gehen. Alles voller Scherben da auch noch. Ja, genau. Also Waldwege sind geil, die sind schön ruhig und hier ist ganz viel Waldduft und sowas und man hört hier die Vögel zwitschern und sowas, das ist herrlich. Aber nicht, wenn man hier mit dem Fahrrad hier durchfährt, das ist voll scheiße. Das ist voll anstrengend, wenn das nicht asphaltiert ist. Und je unasphaltierter das ist, desto stärker verrutschen die Taschen. Das heißt, es kann natürlich jederzeit wieder passieren, dass die Tasche runterfällt. Und das ist auch super anstrengend, weil diese linke Gangschaltung, die funktioniert gar nicht. Also das geht nicht auf 1 runter, sondern es bleibt die ganze Zeit auf 3. Das war scheiße. Der muss irgendwie umgestellt werden. Aber ich habe kein Werkzeug hier. Ich habe keinen Schraubzieher oder sowas. Das war scheiße. Das ist selbstverständlich eine Bikepacking-Tour mit sehr wenig Vorbereitung. Genau so soll das sein. Oh scheiße, mein Gepäck ist runtergefallen. Von meinem Gepäckträger. Weil das hier so billig ist und irgendwie keinen Grip hat. Das ist so ausgeleiert hier mittlerweile. Das ist voll scheiße. Der war die ganze Zeit so hier so irgendwie das Gepäck. Und dann ist das runtergefallen, genau. Das ist voll scheiße, dass das runtergefallen ist. Jetzt muss ich das aufheben und dann wieder dran machen. So, ich habe es wieder dran gespannt. Und ich bin sehr gespannt drauf, wann es das nächste Mal wieder runterfällt. Weil die Dinger hier, die leiern immer stärker aus. Also nur aus diesem Grund, weil das sind billig Fahrradtaschen. Genau, deswegen leiern die aus, nur aus diesem Grund. Genau, ich werde auf jeden Fall sehr, sehr gespannt drauf sein, wann die das nächste Mal runterfallen und ich die wieder aufheben darf und wieder dran machen kann, mit Mühe und so. Okay, weil mein Gang die ganze Zeit auf 3 bleibt, also genau, hier sieht man das, der geht überhaupt nicht runter. Muss ich diesen Berg hier hochschieben. Das ist anstrengend und die Mücken zerstechen uns. Ich mag keine Hügel auf Fahrradtouren. Ja, ich muss sagen, das Wetter ist jetzt wieder voll angenehm. Aber richtig angenehm. Und diese leere Straße hier vorne ist auch richtig angenehm.
Hier fahren kaum Autos lang. Ich glaube, vielleicht alle 10 Minuten mal ein Auto oder so. Das ist ein richtig entspannter Weg. So eine Wege sollte es öfter geben. Oh, scheiße. Guck mal. Guckt euch das hier mal an. Google führt uns zu dieser Richtung hin. Das ist voll scheiße. Vielleicht werde ich nach einem Alternativweg suchen. Aber darauf habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Und ich glaube, mein Bruder auch nicht. Ja, ich glaube, man könnte hier rumfahren und dann hier durch irgendwie dahin. So ein kleiner Umweg. Genau. Ich glaube, so machen wir das. Jawohl. Diese Straße sieht voll cool aus. Die ist schön leer. Und das lässt sich hier richtig gut fahren. Das ist auf jeden Fall ein viel geilerer Weg, als wo Google uns hinschicken wollte. Auf jeden Fall. Das ist viel entspannter. Kommt man viel schneller zum Ziel, glaube ich. Auch wenn da ein bisschen mehr, auch wenn da ein bisschen länger ist. Hört euch mal diese Kringel an. Die ganze Fahrt kringelt sich durch. Da sah ich noch meine Hand drauf. Das klingt gut. Jawohl. Hier geht's wieder bergunter. Das ist voll cool. Hier hat man Geschwindigkeit drauf. Das ist eine schön freie Straße, wo ganz wenig Autos vorbeifahren. Das ist richtig, genauso soll das sein. Genauso soll es laufen. Jawohl. Ah, scheiße, jetzt geht's wieder hoch. Und weil meine linke Gangschaltung nicht funktioniert, muss ich schon wieder schieben. Ich krieg das nicht hochgetreten. Ich kann den nicht runter machen, meine Kette. Das ist voll scheiße. Das sind immer die anstrengenden Wege, die hochgehen. Die sind voll scheiße, die müssen weg. Die müssen weniger werden auf jeden Fall. Also die sollen nicht weg, weil sonst könnte ich das nicht so dokumentieren. Aber genau, die sollen weniger werden. Bei meinem Bruder scheint alles zu funktionieren mit Gangschaltung und sowas. Bei mir nicht. Er hat zwar auch nicht das beste Fahrrad, aber ich habe ein altes, klappriges Damenrad. Deswegen muss ich schieben. Aber ich bin, glaube ich, schon oben auf dem Berg. Ich kann mich wieder draufsetzen. Ja. Und weiterfahren. Jawohl. Jetzt geht's hier vorne wieder steil bergab. Hier ist 6%. Geht's runter. Es wird wieder lustig. Es wird immer schneller und schneller. So, weil es jetzt so langsam dunkler wird, haben wir uns nach Schutzhütten Ausschau gehalten. Und es gibt hier ganz wenige Schutzhütten hier in dieser Region. Aber guck mal, ich habe hier was gefunden. Hier sollte eine Schutzhütte sein, eine unbestätigte Schutzhütte. 18 Kilometer. Genau. 18 Kilometer müssen wir fahren bis zur Schutzhütte. Und falls das keine Schutzhütte sein sollte, weil das unbestätigt ist, dann werden wir irgendwo im Wald pennen. Unterm Tarp. Genau. Genau so machen wir das. Aber diese 18 Kilometer fahren wir bis zur Schutzhütte hin. Also zumindest da, wo ich die Koordinaten jetzt eingegeben habe. Ich weiß noch damals, wo wir nach einer Schutzhütte navigiert haben und auf einmal stand da nur eine Bank. Ja. Und dann hat es auch noch geregnet und gestürmt und gewindet. Ey, das war voll scheiße gewesen. Das hat uns richtig angenervt. Es dunkel ist geworden. Und wir haben die ganze Straße für uns allein fast. Keine Ahnung, vielleicht jede Viertelstunde fährt irgendwie ein Auto oder ein LKW hier lang, aber sonst nicht. Das ist hier alles total leer. Die ganze Straße, genauso wie es sein soll. Genauso soll es sein, so wie es sein soll. Bei Nacht zu fahren ist auch chillig. Oh, da vorne war ein Reh. So, wir sind am Ziel angekommen. Und zwar, hier ist die Hütte. Und hier sind wir. Und guck mal, es ist hier alles eingezäunt. Das ist voll scheiße, wir kommen gar nicht zur Hütte. Wir gucken etwas weiter. Und wenn hier irgendwie kein Eingang oder so ist, dann müssen wir uns noch eine Alternative suchen. Das ist voll scheiße. Wir haben Bock auf eine Hütte, es wird spät. Ja. Und ich habe so langsam Hunger. Ich auch. Ich habe Bock zu essen. Scheiße, warum muss das hier eingezäunt sein? So, wir haben ein bisschen rumgeschaut und es ist alles komplett umzäunt. Wir kommen nicht zur Schütze, das ist voll scheiße. Deswegen sind wir auf der Suche nach einem kleinen Waldstück, wo wir Tarp aufspannen können. Und dann werden wir da drunter pennen. So, nachdem wir gerade eine weitere halbe Stunde gesucht haben, nach einer vernünftigen Location, haben wir eine Location gefunden zum Pennen. Genau das hier, das wird unsere Pennen-Location sein. Ganz so richtig versteckt. Wir sind durch dieses ganze Gebüsch da drunter durchgelaufen. Und dahinter ist irgendwo Feld. Und genau hier hinter dem Gebüsch ist hier ein Versteck.
Das ist perfekt. Sogar mit ebener Fläche und sowas. So, mein Bruder hat hier Tarp aufgespannt. Schrägdach. Und jetzt fangen wir an zu kochen. Und zwar Nudeln mit Thunfisch, Zwiebel, Paprika und Ketchup. Oh, guck dir das an, wie viele schwarze Käfer hier sind wegen diesem Baum. Hier sind überall diese schwarzen Käfer hier. Die belästigen total. Die nerven total rum. Die sind hier überall. Guckt euch mal an, wie die hier sind. Das ist total abnormal, diese ganzen Käfer. Achso, wo du Tarp abgespannt hast, ja. Genau in diesem Moment hat es angefangen zu regnen. Genau in diesem Moment, ja. Also es fängt an zu nieseln und genauso leicht zu regnen. Aber genau, ich habe hier so eine Kuhle gegraben und hier werde ich jetzt gleich das Essen machen. So, ich habe das fertig geschnitten. Und hier, das ist eine richtige Käferplage hier. Hier sind überall diese schwarzen kleinen Käfer, die hier rumspringen. Die sind richtig lästig. Das ist eine richtige schwarze Käferplage hier. Überall. Wie kriegt man die weg? Das wird eine richtige Scheißnacht werden heute. Auf jeden Fall. Bisher gab es auch noch keine gute. Es darf gar keine gute geben. Jetzt ernsthaft, hier überall diese schwarzen Käfer und es werden immer mehr davon. Die sind jetzt schon in meinen Schlafsack drin. Ja, die Nudeln sind gleich fertig. Gleich wird Thunfisch gebraten mit Paprika und Zwiebel. So, das Essen ist fertig. Guck mal, hier vorne läuft eine Zecke, die muss weg. Und hier ist noch eine zweite Zecke, die hat sich hier dran gebissen. Die muss auch ab. Ja, genau. Ich habe den mit meinen dreckigen Fingern abgemacht. Die läuft hier irgendwie lang. Die muss weg. Ich glaube, hier sind ganz viele Zecken. Ah, scheiße. Das heißt, wir müssen uns auf jeden Fall morgen noch ganz viel Zecken kontrollieren. Ich war zu faul gewesen, meine Pinzette rauszuholen. Sind nicht in Sachsen-Anhalt auch die giftigeren Zecken? Das weiß ich gar nicht. Ich kenne mich mit Zecken gar nicht aus. Oh, scheiße. Es regnet im Ström. Es ist ein richtig beschissenes Wetter hier heute. Der Regen muss weg. So, hier haben wir drunter geschlafen unter diesem Tarp. Wir haben hier Schrägdach dieses Mal gemacht, damit wir da drunter richtig viel Platz hatten. Und unsere Füße wurden ein bisschen nass von dem Regen vorhin. Also bei mir am Schlafsack, das habe ich erst gemerkt, als ich wach wurde. Wir müssen nachher auf jeden Fall ein Lokal finden oder eine Bäckerei oder so. Oder vielleicht ein Meckes oder sowas. Damit wir da ein bisschen länger sitzen und essen und Koffein trinken können. Und ganz wichtig, Akku aufladen. 2 von 3 Powerbanks ist bei mir schon leer. Dein Band ist schon wieder gerissen, was dein Gepäck trägt. Ja. Scheiße. Und ich habe nur noch die letzten 2 Kabelbinder. Ich würde dir jetzt erstmal den vorletzten geben. Danke. Hier. Du musst auf jeden Fall beim nächsten Supermarkt irgendwas holen. Einen anderen Seil oder sowas. Damit du das Ganze vernünftig zusammenbinden kannst. Na, hat's geklappt? Hoffen wir mal. Ich bin gespannt, wann er das nächste Mal wieder reist. Je mehr Probleme auf der Tour, desto besser fürs Video. Ja, schön, haben wir aber auch nichts dran. Ja, ich weiß. Ja.
Scheiße, mein ganzer Gepäck ist schon wieder zur Seite gekommen. Oh, scheiße, mein Gott. Ich werde mit diesem Fahrrad definitiv keine Freunde sein und mit dem Gepäck auch nicht. Sowas ist besser fürs Video, hat er selbst gesagt. So, wir sind losgefahren. Und guck mal, da drüben ist so ein richtiger Misthaufen. Da liegt überall Scheiße und sowas. Das riecht man. So wird man zum Abfahrt begrüßt. Diesen Scheiße-Geruch. Sind überall diese Autos und so weiter. Gestört voll. Die sind nicht ungefährlich. Ich glaube, in 8 Kilometer ist ein Einkaufsladen, wo wir Getränke und sowas kaufen können. Weil wir haben ja gar kein Wasser mehr oder sowas. Ist voll scheiße, ich hab Durst. Wir sind jetzt an dieser Ortschaft angekommen, wo es hier irgendwo ein Supermarkt ist. Den müssen wir jetzt suchen. Wir haben zu wenig Strom, wir brauchen mehr Strom. Ich bereue es nicht, noch mehr Powerbanks mit eingepackt zu haben. Aber ich fand das echt komisch, als wir in Sizilien waren, ich und Herrn Goldmann, für 6 Tage, da haben zwei Powerbanks für alle 6 Tage absolut ausgereicht. Aber jetzt sind die schon vollkommen leer. Ich glaube, nach 3 Tagen, wo wir unterwegs sind. Voll scheiße. Ich habe deswegen gedacht, 3 Powerbanks werden reichen, aber es reicht irgendwie gerade nicht. Voll scheiße, wir brauchen eine Steckdose. So, wir haben NP gefunden. Wir brauchen noch nicht mal navigieren, das war direkt auf dem Weg, geil. So, wir haben eingekauft. Hier ist dieser Beutel mit dem ganzen Einkauf und hier sind die 2 Flaschen Wasser. Jawohl, jetzt haben wir wieder Wasser und hier Einkauf. Jawohl, es beginnt wieder. Scheiße. Die ganzen Sachen, die sind am runterfallen. Ich muss das schon wieder alles richten. Ja, der Einkauf ist zu schwer. Scheiße. Ich verteufle diese Tasche. Diese Fahrradgepäck. Der ist richtig beschissen. Muss ich alles mit Mühen richten. So, ich habe das wieder dran gemacht. Und ich bin ganz gespannt, wann das nochmal runterfällt. Jawohl, jetzt sind wir endlich an einer einigermaßen ruhigen Straße angekommen. Hier fahren nur manchmal Autos vorbei. Oder LKWs und so. Und hier sind überall diese Windmühlen und so. Genau, diese Windmühlen da oben, also diese Windräder, die verschwenden Strom und fabrizieren uns Wind. Nur deswegen wurden die dafür gebaut. Extra um uns zu ärgern mit Gegenwind und so. So, wir haben hier einen McDonald's gefunden. Hier werden wir essen und ein bisschen Akkus aufladen. So, McDonald's ist bestellt. Die Akkus sind am Aufladen. Wir werden mindestens eine Stunde hier extra sitzen bleiben, nur damit wir so ein paar Prozente bekommen. Die werden safe nicht mal ein Viertel voll werden. So, wir haben gerade McDonald's gegessen und die Akkus sind mindestens zu 1/4 aufgeladen. Und wir saßen da bestimmt 1,5 Stunden drin. Das hat richtig viel Zeitverschwendung gekostet. Aber jetzt fahren wir weiter. Mein Bruder sieht aus wie so ein Müllsack, was hier rumfährt. Weil dein Regenponcho genau die Farbe wie die Mülltüten haben. Restmülltonnensäcke. Das Innere einer Restmülltonne, das hier rumfährt. Mit dem Fahrrad. Wir fahren hier an so einer Schnellstraße durch. Wo hier LKWs uns belästigen und sowas. Und Autos. Und noch mehr Autos. Und noch mehr Autos. Und noch mehr Autos. Sogar von Zügen werden wir hier belästigt. Von überall werden wir hier belästigt. Hier ist überall Krach und sowas und Lärm. Das geht ja wohl gar nicht. Das geht hier die ganze Zeit so. Man herrscht mal Ruhe und Frieden. Und hier fahren voll fett LKWs rum. Die sind voll fett und ja genau, die sind fett. Die fahren hier auch sogar nachts rum. Aber jetzt nicht mehr so viele wie vorhin, wo ganz viele davon gefahren sind. Oh scheiße, mein Rücklicht ist leer gegangen. Und diese Lampe hier, die funktioniert auch nicht mehr. Also seitdem diese Lampe hier durchbrochen ist, funktioniert die auch nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Ich habe das mit dem Dynamo hier probiert, aber irgendwie will die auch nicht funktionieren. Und deswegen mache ich genau dasselbe wie mein Bruder. Er hat die Kopflampe, also das Rotlicht von der Kopflampe hier so gemacht, weil er hat ja auch kein Rücklicht. Und genau, ich habe ihn jetzt nachgemacht. genau. So wird Rücklicht fabriziert. Sieht aus wie ein Außerirdischer. Ja. Ja, was soll man denn machen? Man kann jetzt nicht hier stehen bleiben und die ganze Zeit darauf warten, bis der Akku irgendwann voller geht von dem Licht. So, wir sind runter von der Landstraße und wir halten jetzt schon mal Ausschau nach einem Schlafplatz.
Weil guck mal, seine Lampe ist ausgegangen. Die ist komplett leer. Und meine Lampe, die ist hier, guck mal hier, die ist hier auch am Blinken. Die ist gleich auch aus. Das ist voll scheiße. Ich habe nur noch meine Kopflampe an. Deswegen, wir müssen zwangsweise jetzt schon auf dem Schlafplatz halten. Und wir sind von der Landstraße extra runter, um jetzt irgendwelche Feldwege hier zu finden. Hier ist so wenig Wald, ey. Das ist total unglaublich. Hier ist fast gar kein Wald. Das ist voll die Scheiße. Aber wir müssen leider zwangsweise jetzt schon nach dem Schlafplatz halten. Obwohl wir Bock auf noch weitere 10, 20 Kilometer hätten. Ja, und auch noch die Ausdauer. Also ja, genau. Nachts, keine Ahnung, dann werde ich voll zum Platzhirsch. Ist bei mir genauso. Ich habe gerade eine Autobahnbrücke navigiert, weil ich fängt jetzt an zu nieseln. Und da in der Nähe von der Autobahnbrücke sind so ein paar Bäume. Vielleicht findet man da irgendwie was. Deswegen habe ich das erstmal navigiert. Und genau, das ist 1 Kilometer entfernt. Wir fahren da erstmal hin. So, die Brücke ist gefunden. Die ist voll hoch, diese Brücke hier. Und etwas laut, aber egal. Das ist unser Schlafplatz. Hier suchen wir Schutz. Und zwar genau da drüben. Da drüben werden wir pennen. Unter dieser Brücke. Unter dieser Autobahnbrücke. Jawohl, das ist unser Schlafplatz hier. Da ganz unten. Genau, da unten sind unsere Fahrräder, das haben wir abgeschlossen und dann sind wir diese Treppe hier hochgelaufen und dann ist hier, genau, so ein kleiner Steg. Hier ist ein bisschen windstill, das ist viel angenehmer als wieder unten, aber hier oben ist ein bisschen lauter, das ist voll geil. Die ganzen Fahrzeuggeräusche, die schallen hier total runter, das hört man voll, das ist voll cool. So müssen wir hier schlafen, wir haben keinen besseren Schlafplatz gefunden, das wird wieder eine richtig geile Belästigungsnacht, hört ihr? Zwar nicht ganz so laut wie diese eine Autobahnbrücke in Bremen, aber die hat auf jeden Fall schon was an Geräuschen. Das schallt ja schön runter. Guten Morgen, wir haben hier gepennt. Das war richtig laut gewesen. Das war richtig laut. Jedes Mal, wenn hier Autos und LKWs rübergefahren sind, dann hat das hier vibriert. Ja. Die ganze Zeit. Und guck mal, hier vorne ist Aussicht. Da hinten sind Autofahrer, die hier rumfahren. Und guck mal, da ganz hinten, da sind auch noch Gleisschienen. Wir haben, manchmal sind da hinten sogar Züge dran gefahren. Die haben uns auch belästigt. Das war richtig geil gewesen. Die waren sogar richtig laut. Das hat hier richtig reingeschallt. Das ist unser Schlafplatz für heute gewesen. Und ich finde diese Aussicht hier voll geil. Weil das ist ja so hoch hier. Gut, dass wir nicht schlafwandeln, sonst wären wir hier runtergerollt und wären schwer gestürzt oder so. Moride fliegt. So, ich glaube, die Eber könnte jetzt schon fertig sein. Mit dem Restwasser, da mache ich 3 Kaffeepads rein und lasse das ein bisschen kochen. Die Eber, die probiere ich jetzt. Also ich muss schon sagen, so ein kleines bisschen trocken, aber das kann man doch ganz gut essen. Also schmeckt gut. So, Kaffee ist fertig. Oh, guck mal, da vorne ist wieder. Leute, ich habe eine ganz lustige Auffälligkeit. Und zwar, guck mal, achtet mal auf diesen Rad hier vorne. Wenn ich das hier anhebe, dann passiert das hier. Ist rausgefallen. Ja, genau. Damit bin ich gestern die ganzen Berge runtergefahren. Aber gut, dass ich noch hier, wie heißt das Ding, so eine Zange dabei habe. Ich werde das jetzt hier, ich werde das zuziehen. Das ist richtig geil. Das ist alter, klappriger Damenradstil. So muss das sein und nicht anders. So ist perfekt. Ich werde es jetzt zusammenziehen.
Aha. So, ich habe gerade die Bremsen hier eingestellt. Ist zwar nicht perfekt, aber ich glaube, so geht das. Ich habe gerade voll lange gebraucht, das einzustellen. Das war voll scheiße gewesen. Es hat so oft geschliffen und oder war zu weit auseinander. Aber jetzt habe ich das einigermaßen so drin. Wir sind gerade losgefahren und guckt euch mal das hier an. Hier vorne ist schon wieder ein Schotterweg. Da werden meine ganzen Schrauben vom Reifen wieder lose. Ich bin ganz gespannt drauf, wann das Rad irgendwann abfällt. Vielleicht als nächstes das Vorderrad oder so. Mal gucken. Aber Hauptsache, wir fahren durch so einen Schotter durch. Das ist schon mal ein guter Start. Perfekt. Wir haben die ersten 5 Kilometer gemacht. Da ist ein bisschen Gegenwind. Bah, der Wind muss weg. Der zerstört die Aufnahmen. So, wir sind jetzt in Halle in der Saale. Und wir sind auf der Suche nach einem Saturn oder einem ähnlichen Mediamarkt. Damit ich einen schnelleren Adapter für Akkuaufladen kaufen kann, genau. Weil das hat mir aber viel zu lange gedauert, gestern bei McDonald's das Ganze aufzuladen. Weil den ich gerade dabei habe, da passen nur 2,4 mA durch. Das war scheiße. Es muss schneller gehen. Wir haben keine Zeit, so lange irgendwo in irgendeinem Lokal zu verweilen wegen Akkus. Deswegen, ich brauche was Geileres. Was Schnelleres und ein richtiger Schnellauflade, wo noch mehr durchkommt. Es muss mehr Strom abgezapft werden, damit wir Stromkosten sparen können, genau. Guck mal, wir haben hier eine kleine Dusche gefunden. Ich werde erstmal ein bisschen Hände und Gesicht waschen. Aber ein bisschen Oberkörper. Guck mal, neben dieser öffentlichen Dusche hier vorne gibt es hier sogar einen Trinkwasserbrunnen. Das ist sehr gut. Kann ich jetzt diese Flasche hier auffüllen? Ich will mal gucken, wie das schmeckt. Bisschen steinig, aber schmeckt gut. Ja, aber ich habe es komplett aufgefüllt fast. So, wir haben Saturn gefunden. Ich werde hier dieses Akku holen, diesen Adapter für den Akku, genau. So, ich war gerade bei Saturn drin gewesen und ich habe hier diesen 65 Watt Dings gekauft und den passenden Kabel, das sollte das Beste der Besten sein. Und das hat mir 62 Euro gekostet. Ich hoffe, dass der vernünftig Dampf hat, dass wir vernünftig schnell laden können. Jawohl. Boah, ist dieser Fahrradweg hier zugewachsen. Boah, guck mal. Guck mal, wie hässlich. Guck mal, ist dieser Fahrradweg hier hässlich, ey. Und das direkt neben so einer Schnellstraße. Ist hier alles zugewachsen. Das wurde hier überhaupt gar nicht gemacht. Boah, ist dieser Fahrradweg hässlich hier. Boah. Igitt. Boah, das ist ein richtig hässlicher Fahrradweg hier. Boah, das ist alles zugewachsen. Das wurde ja überhaupt gar nicht gemacht. Hier vorne beginnt der Weg noch hässlicher zu werden. Dieser Fahrradweg. Boah, ist der hässlich. Warum wurde das hier nicht gemacht? Das direkt neben so einer Bundesstraße. Neben so einer Schnellstraße, die wie so eine Autobahn aussieht. Aber es ist eine Bundesstraße. Warum ist dieser Weg nicht gemacht? Das ist voll der hässliche Scheißweg. Boah, ist der hässlich. Dieser Weg muss weg. So, wir haben schon wieder Meckes gefunden. Und zwar nicht unbedingt wegen Hunger, sondern weil wir Strom brauchen. Genau, wir wollen hier unsere Akkus aufladen. Das heißt, jetzt schon wieder eine Stunde Zeitverschwendung Start kommt. Aber ich hoffe, dass es jetzt schneller lädt. Mit dem neuen Adapter und dem Kabel, genau. Leute, ich habe McRib mit Sprite, ein Eis und diese Dinger hier bestellt. Und diese Dinger habe ich eigentlich nicht bestellt, aber trotzdem wurde es mir gegeben. Das heißt, Chicken Nuggets 20er umsonst. Perfekt, läuft. Und ich muss sagen, das Teil, das lohnt sich. Das lädt viel, viel schneller als davor. Hat sich gelohnt, dieser Kauf. So, wir sind gerade aus Meckes rausgefahren. Und es fängt an zu nieseln. Das ist voll scheiße, wir werden feucht. Die Feuchtigkeit muss weg. Boah, das sind aber mächtige Geräusche.
als ich gerade mein, ich habe meinen Pullover gerade ausgezogen, als ich mein Fahrrad nehmen wollte, da habe ich volle Kanne hier in diese Stacheln reingefasst. Das hat ein bisschen wehgetan. Das war richtig geil gewesen. Die sind giftig. Die können genauso stechen wie ich auch. Guck mal, Stromkabelhalter gefunden. Da fließt Strom durch und das hält das. Deine Mülltüten sehen voll cool aus. Und schon wieder geht's die ganze Zeit berghoch und man muss ein Fahrrad schieben, weil man den Gang nicht runtergeht. Er bleibt die ganze Zeit auf 3 stehen und geht nicht auf 1 runter. Das ist voll scheiße. Aber so muss das. Das ist ein alter klappriger Damenrad-Move. Diesen Trick können nur alte klapprige Damenräder. Ach, scheiße, es fängt schon wieder an zu nieseln. Das war wieder typisch. Ein normales, gewöhnliches, alte, klapprige Damenradwetter. Das muss nieseln. Das muss feucht werden. Ich habe jeden Tag auslaufend nasse Gedanken. Und du hast nur diesen einen Pullover dabei? Ja, aber kalt ist mir nicht. Jetzt, wo es anfängt, noch stärker zu nieseln. Ja, ich ziehe jetzt einen Regenponcho an. Den hat er nicht. Ich habe keinen Regenponcho, aber dafür 3 Pullovers. Die sind voll scheiße, die sind die ganze Dauer feucht. Ich brauche einen Regenponcho. Ich habe schon wieder vergessen, den irgendwo zu kaufen. Scheiße, da war... Hey, Riesenspinne hier, guck mal, wo kommt die her? Die habe ich am Zahn mitgenommen. Die können beißen. Ist das die Nosferatu-Spinne? Aber sie sah auf jeden Fall nicht so aus wie so eine Hauswinkelspinne. Es war auf jeden Fall eine andere große Spinne gewesen. Na, hast du dir schon wieder deinen Sack angezogen, damit du wieder wasserdicht wirst? Wasserdicht nicht, aber mein Rucksack wird nicht nass mit der Elektronik. Mein Pullover wird so ein bisschen von hinten geschützt. Aber von vorne kann ich trotzdem das lernen, weil wenn wir fahren, zieht der Wind das immer so hoch. Oh scheiße, mein Klamottensack ist hier runtergefallen. Der hängt da so rum. Das ist mir aufgefallen, wo wir hier diesen Berg hier runtergefahren sind. Und dann ist dieser Sack gegen meine Speichen gefallen. Das war voll scheiße gewesen. Ich musste eine Vollbremsung machen. Extra, damit ich hier halte und das hier wieder richte. Ich habe jetzt mein Gepäck gerichtet. Und jetzt fahren wir weiter. Wir sind jetzt auf der Suche nach einem Schlafplatz. Wir fahren erstmal aus der Ortschaft raus und dann suchen wir nach irgendwas. Keine Ahnung, Brücke, Schutzhütte, Wald, irgendwas. Aber voraussichtlich Wald. Weil ich habe gerade eine Schutzhütte gefunden, aber die ist direkt in der Ortschaft drin. Also das sieht mir aus wie so eine Bushaltestelle oder sowas. Und eine andere Schutzhütte liegt irgendwie nicht direkt auf dem Weg. Das ist voll scheiße. Da muss man irgendwie Umweg fahren. Und genau, deswegen fahren wir wahrscheinlich zum Wald. Oder vielleicht finden wir auch was anderes, aber voraussichtlich Wald. Oh, scheiße. Die Schraube von meiner Lampe ist hier auch rausgefallen. Jetzt muss ich den die ganze Zeit mit der Hand halten, weil der einfach gar nicht fest ist. Das ist richtig beschissen. Scheiße. Und auch dieser Gummi ist hier weggefallen. Scheiße, scheiße, scheiße. Das heißt, wenn wir gleich unseren Schlafplatz gefunden haben, dann muss ich, oder beziehungsweise ich mache das lieber morgen, bevor wir losfahren. Da muss ich irgendwas mit Panzertape hier dazwischen klemmen, damit ich das nicht die ganze Zeit mit der Hand halten muss. Das ist voll scheiße, das ist hier komplett lose. Ich krieg das nicht zu. Und mein Licht ist wieder ausgegangen, Batterien sind wieder leer. Das heißt, wird Zeit für einen Schlafplatz. Auf jeden Fall. Das nervt aufs Übelste, dass wir die ganze Zeit zu halten, dieses scheiß Licht. Und dann schleifen auch noch diese beschissenen Fahrradtaschen die ganze Zeit an meine Speichen dran. Das schleift die ganze Zeit und ich habe keine Ahnung, wie ich die vernünftig festbinden soll. Das zerrt an den Kräften. Und da geht es jetzt auch noch berghoch. Ja genau, hier vorne. Hier hat es die ganze Zeit an Speichen geschliffen. Das ist richtig geil. Hier kommen immer mehr Gebrauchsspuren. Genauso wie hier auch. Hier fällt bald irgendwas raus. Jawohl, so muss das sein. Ich habe das hier jetzt ganz radikal nach rechts geschoben. Genau, weil das die ganze Zeit so nach links lag. Ich bin ganz gespannt drauf, wann diese rechte Seite anfängt zu schleifen. Genau, so soll das sein. Vorhin stand gerade ein Wildschwein. Und das nervt total, dass ich hier weiterhin hier
diese Lampe hier die ganze Zeit so halten muss, weil das sonst so runtergeht. Das ist voll beschissen. So, wir versuchen hier die ganze Zeit nach einem Schlafplatz zu suchen. Und hier ist überall dieser hohe Gras. Und wir sind hier ganz lange hier in diesen Feld reingelaufen. Und hier ist auch, hier sind sogar überall Brennnessel, die ganze Zeit stechen. Das ist voll scheiße. Und hier ist irgendwie kaum Bäume oder so. Guck mal, da sind nur einzelne Bäume und sonst ist alles Feld und ganz viel, alles dicht bewachsen und sowas, voll beschissen. Wir müssen einen Schlafplatz finden. So, meine Kopflampe ist alle gegangen. Und guck mal hier, eine ganz bittere Enttäuschung. Meine Fahrradlampe, die war heute Morgen komplett aufgeladen. Und die hat nur ein paar Stunden funktioniert und die blinkt auch schon. Also die ist auch kurz davor, leer zu gehen. Diese Fahrradlampe hat 30 Euro gekostet. Ich bin absolut davon ausgegangen, dass diese Lampe mindestens eine ganze Nacht lang durchhält. Von morgens, also von abends bis morgens. Das habe ich von dieser 30-Euro-Lampe erwartet. Aber ist der schon nach wenigen Stunden, keine Ahnung, 4 Stunden oder so, schon kurz davor ist, komplett alle zu gehen. Ey, das geht gar nicht klar. Kauft euch bloß keine Fahrradlampen bei Rewe. Das ist eine richtige Enttäuschung. So, wir haben hier unseren Schlafplatz aufgebaut. Genau, hier oben am Baum befestigt. Genau. So sieht unser Schlafplatz für heute aus. Und der Boden ist total hügelig. Ich habe da irgendwie was drunter. Das ist voll scheiße. Das wird mir in die Nieren drücken. Oh, diese Käfer, wie aus der vorletzten Nacht, sind wieder da. Die sind voll scheiße. Und Grashüpfer. Ja, ja. Die müssen hier sein. Nein, Raupen sind ja auch noch. Was sind das jetzt hier? Mann, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Hoffentlich wird es später stürmen und regnen, sodass der Tarp wegfliegt. Mann, diese Scheißkäfer, ey, was wollen die? Uns auf den Sack gehen. Ja, aber wirklich. Die sind hier in ganz Sachsen-Anhalt oder was? Sachsen-Anhalt gehört gar nicht zu Deutschland gefühlt. Du bist in Sachsen-Anhalt, du hast. Egal wo du hast immer dieselbe Scheiße. Ja. So wie es sich gehört. So, wir liegen hier im Schlafsack rum und guck mal hier. Hier sind schon wieder überall diese komischen Insekten, diese ganzen Käfer. Die sind hier überall, guck mal hier. Wo kommen die denn alle her? Warum? Hier, bei dir auch im Schlafsack hier, überall diese Käfer. Ja, und hier drin auch schon. Bei mir auch im Schlafsack auch schon so ein bisschen drin. Und guck mal hier. Das ist alles hier voll. Hier sind überall diese ganzen vielen Käfer. Die werden uns die ganze Nacht lang hier belästigen. Also richtig. Guten Morgen. Nächster Tag ist angebrochen. Genau, ich habe hier gepennt, mein Bruder hat hier gepennt, hier unterm Tarp. Es hat nicht geregnet, also zumindest habe ich das zumindest nicht gemerkt. Und genau, guck mal hier, wir haben ganz offensichtlich neben der stark befahrenen Bundesstraße hier gepennt. Und das war offensichtlich genug, dass uns niemand bemerkt hat. Das ist gut. Es hat wahrscheinlich keiner gecheckt, dass wir hier gepennt haben. Aber jetzt ohne Scheiß. Wir waren bis da ganz hinten irgendwo und das war alles hier dieser beschissene hohe Gras. Und wir haben da ganz hinten überhaupt nichts gefunden, außer dass hier ganz viele diese beschissenen Brennnessel waren, die uns gestern so richtig zerstochen haben. Das hat voll gejuckt, das hat voll gebrannt, das war voll scheiße gewesen, dort hier weiter zu suchen. Deswegen sind wir hier gegangen. Und dann habe ich diese Stelle hier gefunden, die so ein bisschen eben war, so ein ganz kleines bisschen. Und dann haben wir hier Tarp aufgespannt und genau, neben der Bundesstraße. Und ach so, die ganze Käferplage ist weg. Das scheint so auszusehen, dass die nur nachtaktiv sind. Also die sind nicht mehr hier und belästigen uns. Die haben uns nur heute die ganze Nacht über belästigt. Aber diese ganzen Nacktschnecken, die waren scheiße gewesen. Die haben hier schon wieder mal einen Pullover dreckig gemacht. Und ich weiß, dass Nacktschneckenschleim extrem schlecht weggeht. Ich hasse Nacktschnecken. Ich hasse Nacktschnecken, wenn ich irgendwie draußen penne. So, ich habe hier eine Unterlage gefunden. Und ganz wichtig, wenn ihr irgendwie auf irgendeiner Wiese seid oder so, wo ganz viel Hochgras ist und so, kocht auf jeden Fall, auf gar keinen Fall ohne Unterlage. Wir machen das so wie gestern. Ich mache hier diese EPA warm. Und von dem Restwasser, was hier drin ist, mache ich dann Koffein. Genauso mache ich das. Damit wir nicht nur Kaffee, sondern auch Frühstück haben. So ein bisschen.
So, ich glaube, die EPA ist fertig. Jetzt nehme ich das Restwasser und mache da Kaffee rein. Ach du Scheiße, ich habe mich jetzt bekleckert mit meinem Koffein, mit meinem heißen Koffein. Scheiße. Guckt euch mal das hier an. Das ist hier alles voll gekleckert. Jetzt wird erstmal Koffein getrunken. Wir haben gerade Kaffee getrunken und wir sind gerade am Zusammenpacken. Und jetzt werde ich hier wegen meiner Fahrradlampe das hier ein bisschen reparieren. Und zwar diese Halterung. Ihr wisst ja, die Schraube ist weg. Genau. Und dieses Gummi ist auch weg, sodass es komplett lose ist. Ich konnte meine Fahrradlampe hier nicht vernünftig dran machen, ohne es jedes Mal halten zu müssen. Und bevor es mich heute Nacht nochmal genauso nerven wird wie die letzte Nacht, werde ich das hier jetzt mit Gaffertape zusammenkleben. Genau. Jawohl, ich habe die Halterung repariert. Hier habe ich ganz viel Tape drunter gemacht und dann habe ich das zusammengeschraubt. Und jetzt dürfte es funktionieren. Ja, genau, etwas richten, so. Perfekt, jetzt wackelt das nicht mehr. Super, ich habe es repariert. Jetzt kann endlich nachts über Fahrrad gefahren werden, ohne dass ich das die ganze Zeit nervig halten muss. Ich muss mich aufs Fahren konzentrieren und nicht auf die Lampe. Das ist viel besser, wenn das hier entlastet ist. So, wir sind losgefahren, aber wir waren nur ganz kurz für 1 Kilometer auf der Landstraße. Und dann wurden wir direkt von irgendeinem Autofahrer angehupt. Genau, der hat uns nur angehupt, weil da kein Fahrradweg vorhanden war. Und hier geht es wieder berg runter. Oh Scheiße, schon wieder hochschieben, nur weil der dritte Gang nicht auf Gang 1 runtergeht. Diesen Move können nur alte, klapprige Damenräder. Nur alte, klapprige Damenräder können diesen Trick. Auch heute hört sich das wie so ein alter, klappriger Damenrad an. Das hat sich nicht geändert. Selbst mein Lenkrad knackt rum. Wenn ich das so ein bisschen bewege. Das ist ein alter, klappriger Damenrad-Style. Nur die können diesen Trick. Ansonsten kein anderer Fahrrad. Hier vorne ist schon wieder so ein beschissener Grasweg. Wir haben mehr Bock auf Asphalt und nicht so auf so einen Grasweg. Diese Graswege, die kosten mehr Zeit und Energie. Und die zerstören die Gepäckträgerkonstruktion, sodass das Gepäck schneller vom Gepäckträger fallen kann. Dafür sind diese Graswege geeignet. So, wir waren bis eben gerade die ganze Zeit in Sachsen-Anhalt gewesen. Und ich weiß nicht warum, aber wir sind jetzt gerade in Thüringen. Und wir werden heute noch Sachsen erreichen. Genau. In Thüringen werden wir nur ein paar Kilometer drin sein. Und jetzt muss man schon wieder diesen alten, klapprigen Damenrad wieder hochschieben. Nur weil der Gang immer noch nicht runtergeht. Das ist voll scheiße. Der wird die ganze Tour über auf gar keinen Fall von 3 auf 1 runterkommen. Das ist voll anstrengend. Das ist voll scheiße. Da muss man immer so viel Kraft aufwenden, das Fahrrad zu schieben. Und das kostet Zeit und Nerven. Unser Ziel für heute ist auf jeden Fall Zwickau zu erreichen. Beziehungsweise hinter Zwickau zu kommen. So, kurze Brotpause mit Leberwurst und Zwiebeln. Aber wisst ihr, was scheiße ist? Mir ist aufgefallen, dass das ganze Brot hier kaputt gegangen ist. Das ist so eingedrückt, das ist voll scheiße. Das heißt, wir müssen mit diesen Brotstückchen irgendwie Leberwurst schmieren. So, eine kleine Zwischenmahlzeit. Mega lecker. Oh, wir sind zufällig in der Ortschaft Drogen. Aber leider wurden die ganzen Ortsschilder geklaut, deswegen können wir das nicht dokumentieren. Aber eine Sache kann man dokumentieren. Und zwar hier ist ein Stein. Jawohl. Und hier vorne sollte dieser Ortsschild Drogen draufstehen. Aber der wurde leider geklaut. Hier wurden alle Ortsschilder mit Drogen geklaut. Das ist voll scheiße. Die sind alle leer. Und ach so, das sieht man auch am Straßennamen, dass wir in Drogen sind. Guck mal hier. Hier wächst überall Hanf. Das habe ich bisher auch noch nie so gesehen. Ist hier ein ganzes Feld mit Hanf, so in der Öffentlichkeit wächst. Naja.
Riechen tut das irgendwie neutral. Aber das habe ich bisher noch nie gesehen, dass hier wirklich in der Öffentlichkeit Hanf wächst. Guck mal hier. Hier vorne ist ein Eingang. Das ist ein Bunker oder sowas. Auf jeden Fall zeige ich euch das kurz. Jawohl. Hier ist ein Regenschirm. Hier sind Sonnenteile. Keine Ahnung, was das ist. Hier, Wurzeln sind das, genau. Das tropft hier runter. Hier vorne, hier ist ein Rohr. Genau, ohne Dampf oben drauf. Ich glaube, hier war mal Licht gewesen, wie das hier aussieht. Hier sogar Steckdosen. Keine Ahnung, was das hier für ein Bunker war. Dein GPS-Signal ist schwach. Deine Aufzeichnung wird fortgesetzt. Die Position auf der Karte kann jedoch ungenau sein. Ich habe keine Ahnung, warum mein Komoot jetzt so eine Sprache hat. Hier sind Spinnenkokons, genauso wie hier auch. Also hier laufen ganz viele Spinnen rum. Ja, hier sieht man ein Spinnennetz. Genau. Hier ist. Ich glaube, das war's schon. Viel mehr gibt's hier nicht. Jawohl. Jetzt wird die Fahrradtour fortgesetzt. Das war ein kleiner Einblick in einen Bunker. Guck mal, es hat hier die ganze Zeit geschliffen. Ich habe mich gefragt, was das war. Und das war das hier gewesen, dieser Schutzblech. Und wisst ihr auch warum? Weil von diesem Schutzblech das Ding hier abgefallen ist. Also genau das, was klapprige alte Darmräder an sich haben. Genau, ich pack das. Genau, ich schieb das jetzt hier rein. Genau. Das wird auf jeden Fall nicht festhalten, aber egal. Ich hoffe, ich kriege das Schleifen ist jetzt weg. Ich muss sagen, dieser Darmrad, das strengt voll an. Das drückt voll auf die Oberschenkelmuskulatur. Das drückt über die gesamte Tour jetzt. Jeden Tag aufs Neue, aber so richtig. Ich hatte so ein bisschen Ballmuskulaturkater. Nur wegen dem alten, klapprigen Darmrad. Genau, der verursacht diese Ballmuskulaturkater. Aber so richtig. Jawohl. Jetzt wieder Steilberg runter. Hier kommt richtig viel Wind und sowas. Prüfen, ob gleich ein Insekt bei mir gegen die Stirn fliegt. So ein Hummel und sowas. Oder hier Mistkäfer. Genau. Die müssen gegen mein Gesicht fliegen jetzt. Das wäre die perfekte Chance. Der perfekte Moment dafür. Jawohl. Es geht sehr steil berg runter. So, der Berg ist runtergefahren. Aber schade, dass kein fetter Insekt mir gegen die Stirn geflogen ist. Das wäre richtig geil fürs Video, wenn das passiert wäre. Genau, sowas möchte ich unbedingt dokumentiert haben. Das wird zwar ein bisschen wehtun an der Stirn und zwicken und eine Beule vielleicht machen. Aber egal, Hauptsache ich habe so ein Video dafür gemacht. Aber dieses Mal leider nicht. So, guck mal hier. Da vorne ist blaues Licht. Und wisst ihr, was es macht? Es leuchtet blau. Wir sind in Zwickau angekommen. Wir werden gleich zu einem 24-Stunden-Laden hinfahren. Der ist hier gleich um die Ecke. So, hier vorne ist dieser 24-Stunden-Laden. Wir werden hier ein bisschen einkaufen gehen. Weil die ganzen anderen Geschäfte haben zu. Das sind ja die Supermärkte, genau. Wir werden hier Getränke und sowas kaufen. Und ein bisschen was zu essen. Genau. So, ich war da kurz drin gewesen. Und jetzt ist mein Bruder da drin. Und ich muss sagen, das war richtig kompliziert gewesen, dort einzukaufen. Weil das ist alles Selbstbedienung. Also da ist kein Kassierer oder so. Sondern das läuft alles unter Selbstbedienung. Ich habe richtig lange gebraucht, um das irgendwie alles vernünftig einzuscannen und sowas. Das war voll nervig. So, ich habe gerade nach einer Schutzhütte navigiert. Der ist ungefähr 13 Kilometer entfernt. Vielleicht finden wir vorher schon was. Aber es ist total regnerisch und voll kalt. Aber jetzt ist voll scheiße mit dem beschissenen Scheißregen. Und meine Bremsen, die quietschen total. Ach scheiße, dein Licht ist schon wieder ausgegangen. Diese Lampe hier, die ist sogar noch billiger als meine, glaube ich, ne? Ja, die hat nur 15 Euro gekostet. Trotzdem, das geht überhaupt gar nicht klar. Warum verkauft man sowas, wenn das irgendwie noch nur ein paar Stunden hält? Das geht gar nicht klar, sowas gehört verboten.
Das ist die Lösung. Mit der Taschenlampe in der Hand jetzt 10 Kilometer fahren. Ja. Es wird richtig nervig sein. Also dieser Regen, dieser ganze Nieselregen, der hier seit Stunden hier auf unseren Kopf tropft, der macht irgendwie total träge. Oh, scheiße. Einmal nicht aufgepasst und schon fahre ich hier über diese scheiß Pfütze rüber. Genauso wie es sein soll. So und nicht anders. Das gehört zur Radreise dazu. Es geht wieder berghoch. Und dieser Weg, das schlaucht die ganze Zeit. Und dieser Nieselregen, der will einfach nicht aufhören. Es macht voll träge, dieser Nieselregen. Also dieser Hochweg, der schlaucht so richtig nervlich. Aber ich glaube, noch 1 Kilometer und dann sind wir in der Schutzhütte angekommen. Hoffentlich existiert diese Schutzhütte und ist nicht besetzt, sodass wir da pennen können. Das ist eine große Hoffnung. Oh scheiße, wir haben kilometerweit diesen scheiß Fahrrad geschoben, weil es die ganze Zeit berghoch ging. Und dieser beschissene Nieselregen und es wird immer später und später. Und jetzt sind wir hier bei dieser navigierten Schutzhütte, der komplett umzäunt ist und der auch komplett abgesperrt ist. Da kann man überhaupt gar nicht rein. Die Tür ist zugenagelt. Ist voll die Scheiße. Jetzt sind wir den ganzen Weg umsonst hergefahren. Warum wird das als Schutzhütte gekennzeichnet, wenn das geschlossen ist? Wenn man da gar nicht reinkommen kann. Es sieht auch eher aus wie so ein verlassenes Haus, mehr auch nicht. Und keine Schutzhütte. Es gibt ungefähr 2 Kilometer weiter noch eine weitere unbestätigte Schutzhütte. Vielleicht fahren wir einmal dorthin. Und wenn die auch nichts werden sollte, dann müssen wir wieder im Wald schlafen. Boah, so eine Scheiße. Ich hab so sehr gefreut, gleich endlich mal diese Nudeln mit Thunfisch zu kochen. Ja. Und endlich mal unter so einer Hütte zu sitzen und nicht hier die ganze Zeit im nassen Regen. Ja. Dieser Regen, der nervt total. Ja. Wir sind total durchfeuchtet und dieser ganze nasse Gras und so. Kein Bock mehr drauf. Wir brauchen eine Schutzhütte. Boah. Schon wieder geht's die ganze Zeit berghoch. Und dann auch noch so ein beschissener Schotterweg. Wenn sowas vom Schlauchen ist, boah, geht echt gar nicht klar. Und dann auch noch immer noch dieser beschissene Nieselregen. Das schlaucht ohne Ende. Oh, Leute. Endlich haben wir eine Schutzhütte gefunden. Die ganzen letzten 2 Kilometer hat es immer stärker geregnet. Und es ging die ganze Zeit berghoch. Das war voll scheiße. Es hat so geschlaucht. Und der Regen, der wurde immer stärker. Wir wurden immer nasser und nasser. Das war richtig scheiße gewesen. Und jetzt haben wir endlich hier diese kleine Schutzhütte hier gefunden. Oh, endlich. So, ich bin gerade dabei, das Nudelwasser hier zu kochen. Also da drin ist Wasser. Und diese Gaskartusche, die ist fast leer. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich 2 Gaskartuschen dabei habe. Aber ich habe die andere Gaskartusche überhaupt nicht gefunden. Keine Ahnung, vielleicht habe ich die verloren oder ich weiß auch nicht. Oder ich habe sie wirklich gar nicht gefunden. Ich hoffe, dass es irgendwie gerade so noch ausreicht, um das Essen für heute zu machen. Und ich hoffe, dass es mindestens für die Nudeln gerade so ausreicht. Wenn es später auch noch für das Thunfisch auch noch ausreicht, dann perfekt. Aber mindestens die Nudeln. Ist kurz davor, komplett leer zu sein. Ist voll scheiße. Ich hatte schon mal so eine Situation gehabt. Ja, ich würde sagen, mit den Nudeln bin ich positiver Dinge. Die sind zwar noch nicht zu 100% durch, aber man braucht die einfach nur noch ziehen lassen. So ein paar Minuten und dann sind die eigentlich weich genug. Und genau, und deswegen fange ich jetzt schon mal an, den Thunfisch zu machen. Ja, das ist kurz davor, komplett leer zu werden. Ja, wirklich ganz kurz davor. Die Gaskartusche ist leer. Jetzt ist die Gaskartusche komplett leer. Ich glaube, ich hatte gerade so, aber vom allerletzten, der letzten gerade so ausgereicht, dass wir noch warmes Essen haben. So, Essen ist fertig. Gut, dass es gerade so mit dem allerletzten Gas noch geklappt hat. Oh ja, ist mega gut gelungen. Es hat der letzte Gas vom letzten gerade so noch gerettet. Guten Morgen, heute ist der voraussichtlich letzte Fahrradtag, bevor wir die Zielortschaft erreichen, genau. Und heute Morgen ist etwas passiert. Und zwar ist da vorne ein Auto angehalten. Und dann ist da ein Mann rausgekommen. Und wir dachten, dass das ein Ordnungsamt sei oder sowas. Aber nee, ganz im Gegenteil.
Er hat uns Frühstück gebracht. Hier, ein Knoppers, eine Banane und ein Bier. Ein 10,8% Bier. Nee, 1,7% Mischbier, genau. Also sowas habe ich bisher auch noch nie erlebt. Dass man in einer Schutzhütte pennt und dann steigt da einer aus und bringt uns Frühstück. Ich hatte die Kamera gar nicht heimlich laufen lassen, das finde ich schade. Und das Bier, das hat nicht der Typ gebracht, sondern ein Jogger. Der ist wenige Minuten danach gekommen. Genau, wahrscheinlich gehörte der Jogger zu den Typen. Genau, der hat uns dieses Bier hier netterweise gebracht. Vielen besten Dank dafür. Das hat uns eine sehr große Freude zubereitet. Das hattest du, glaube ich, auch noch nie erlebt, ne? Nee. Das am letzten Tag. Mein Bruder isst den Knoppers und ich die Banane. So, die Sachen sind gepackt. Da drüben haben wir gepennt. Das war voll cool gewesen, dort zu pennen. Und jetzt letzter Tag Start kommt. Also letzter Radreisetag. Wir werden heute auf jeden Fall das Ziel erreichen. Sehr wahrscheinlich. Und dann werden wir irgendwo in der Nähe des Ziels nochmal pennen. Und morgen werden wir mit dem Zug dann zurückfahren. Also so die Planung, die jetzige Planung. Genau, so wird es voraussichtlich werden. Jetzt müssen wir, keine Ahnung, so 60 Kilometer in diese Richtung fahren. Bis zum Ziel. Wir sind ungefähr 60 Kilometer vom Ziel entfernt. Und Leute, heute ist auch echt der kälteste Tag. Das ist voll unangenehm. Wir haben gerade so 10 Grad oder so. Das ist voll scheiße. Ich bin kurz davor, meinen dritten Pullover anzuziehen, weil es so kalt ist. Aber ich glaube, mir wird wärmer. Beziehungsweise uns beide wird wärmer, wenn wir ein bisschen Fahrrad fahren. Trotzdem ist dieses Wetter voll unangenehm. Und heute soll es auch im Laufe des Tages irgendwie manchmal regnen. So ganz leicht. Das ist voll scheiße. Das soll wie gestern sein, so beschissen. Das ist richtig widerlich. Das ist ekelhaft. Boah. Das ist bazillenhaft. Das ist krankheitserregend. Also nicht mal einen Kilometer geschafft und schon muss man schon wieder so richtig beschissen schieben. Das ist voll scheiße. Diese Schieberei geht voll auf den Sack, auf die Nerven und so. Auf die Hirnnerven, genau. Kennt ihr Hirnnerven? Das sind diese Nerven, die durch den Hirn kommen und so. Und genau, und nervlich zerstören. Also nervlich einen kaputt machen irgendwie so. Junge, 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 Junge. Von da ganz unten kommen wir. Also das sieht man so auf der Kamera nicht. Aber es ging die ganze Zeit berghoch. Und ich glaube, da oben ist das Ende im Sicht. Das schlaucht richtig. Das schlaucht richtig auf die Energie. Hier ist überall so ein beschissener Schotterweg. Der ist richtig scheiße. Wir sind richtig beschissen, dieser Schotter. Der Schotter muss weg. So, ich habe einen Café navigiert. Der ist ungefähr 12 Kilometer entfernt. Und wir gehen da rein, aber nur dann, wenn da Steckdosen noch da sind, die wir auch nutzen können. Und weil meine Gaskartusche alle gegangen ist gestern Abend, konnte ich kein Koffein herstellen. Und ich habe Bock auf Kaffee und was Kleines zum Frühstücken. Ja, ich muss sagen, Sachsen hat auf jeden Fall schöne Landschaften. Hier ist überall schön bewaldet und bergig. Aber nicht optimal zum Fahrradfahren, außer jetzt so Strecken wie das hier. Wir haben einen richtigen Straßenbauarbeiter gesehen. Der hatte voll einen roten Kopf gehabt. Jawohl. So ist das richtig chillig. So kann das bis zum Ziel gehen. Das ist richtig geil. Da drüben sind noch mehr Straßenbauarbeiter. Das ist voll cool. So macht Fahrradfahren Spaß. Jawohl, so nicht anders. Das war voll cool gewesen. Hast du auch gerade den Staub gegen das Gesicht bekommen? Ich hatte den Mund sogar gerade auf, das ist mir reingeflogen. Das hat mir gegen die Stirn geflogen, dieser Staub. Ich habe so einen Kieselstein sogar gegen meine Stirn bekommen, so ganz klein. Das hat sich voll komisch angefühlt. Man sieht es zwar nicht so gut auf Kamera, aber Sachsen sieht schön aus. Hat schöne Landschaften. Das ist die sächsische Schweiz oder so, glaube ich. Guck mal, hier vorne ist Wasser. Das sieht aus wie saufbares Wasser. Deswegen werde ich jetzt hier die leeren Wasserflaschen hier auffüllen. So, das Wasser sieht glasklar aus. Und ich werde es mal ausprobieren.
Ja, schmeckt okay. Kann man trinken. Das heißt, ich werde die andere Flasche jetzt auch noch auffüllen. Das ist sehr gut, jetzt haben wir neues Wasser. Und wieder so ein schlauchender Straßenweg nach oben. Und die ganze Zeit das Fahrrad hier schieben muss. Und wir sind nicht in der Sächsischen Schweiz, wie ich vorhin gesagt habe, sondern wir sind im Erzgebirge. Also berghoch, das schlaucht richtig, ey. Das geht auch richtig auf die Zeit, auf die Energie, auf die Gehirnnerven, auf das ganze Gehirnnervensystem. Ah, scheiße. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Es ist richtig, richtig beschissen. Immer dieser Nieselregen und der wird gerade immer stärker. So, nach dem ewig schlauchenden Weg nach oben, wo wir extrem lange das Fahrrad schieben mussten, haben wir endlich diese Ortschaft hier gefunden, wo dieser Kaffee vorhanden sein sollte. So, wir haben es gefunden und das ist irgendwie eher ein Eiskaffee. Eis tut auch gut. So, Frühstück ist fertig. Es wird hoffentlich das letzte Mal sein auf dieser Tour, dass wir zwischendurch laden müssen und die ganze Zeit ganz lange verweilen müssen, nur um zu laden. Es kostet immer sehr, sehr viel Zeit. Jawohl. So, wir haben Eis und Kaffee und Pommes aufgegessen und die Akkus sind zur Hälfte aufgeladen. Ich glaube noch 12 Kilometer, dann sind wir bei der tschechischen Grenze angekommen. Es wird richtig geil sein. Aber bestimmt wird da schon wieder richtig schlauchende Wege geben, wo man ganz viel schieben muss. Weil es die ganze Zeit berghoch geht. Also berghoch, bergrunter, berghoch, bergrunter. Aber meistens gefühlt berghoch. Und wieder muss man so einen beschissenen Scheißberg hochschieben. Es kostet immer wieder Kraft und Zeit. Und Gehirnnerven. Boah. Dieses Berghochschieben, das schlaucht richtig. So muss das sein und nicht anders. Es muss gerade vorm Ziel, muss das richtig scheiße werden. So muss das sein und nicht anders. Weil sonst ist das scheiße fürs Video, wenn das zu sanft ist und so. Also zu weicheierhaft irgendwie. Wenn das irgendwie zu sehr nach Komfort ist und sowas. Das schlaucht und schlaucht und schlaucht. Und das zieht. Das zieht und zieht und zieht. So muss das sein. Der Grund ist cool, aber dieser Damenrad kann sehr schnell wegknicken. Mich zum Umfallen bringen. Wenn es zu. Wenn es zu hügelig ist, genau. Aber hier ist besser. Hier ist viel besser. Hier kann man sich geil rollen lassen. Jawohl. Nur beim Schotter und Hügel und so weiter, da habe ich so ein bisschen Angst, dass der Lenkrad abbricht. Aber genau, hier so auf so eine Straße runter zu rasen, ist richtig geil. Jawohl. Es geht bergunter. Jawohl. Hier geht es sogar noch mehr bergunter. Jawohl. Ah. Dieser Autofahrer hat mich zum Bremsen gebracht. Ich weiß nicht, ob man das so in der Kamera sieht, aber hinter uns braut sich eine richtig, richtig große Gewitterwolke zusammen. Also das sieht schon sehr dunkel und regnerisch aus hinter uns. Und noch 2,5 Kilometer, da sind wir an der tschechischen Grenze. Und vielleicht müssen wir uns gleich ein bisschen Schutz suchen, weil ich habe immer noch keinen Regenponcho. So, es fängt an zu tropfen. Und jawohl, davor ist die Tankstelle. Da werden wir uns unterstellen. Es geht gleich bestimmt richtig los. Jawohl, guck mal hier. Es regnet. Aber so richtig. Es regnet hier rum. Es wird wahrscheinlich jetzt noch eine ganze halbe Stunde hier so rumregnen. Laut Wettervorhersage. Jetzt verkriechen wir uns ganz zwangsweise hier in die Tankstelle rein. Wir werden hier Aufladepause machen. So ein bisschen die Akkus aufladen, genau. So, der Regen ist vorbei. Wir fahren jetzt weiter. Ich glaube noch 30 Kilometer bis zum Ziel oder 31 Kilometer, genau. Aber wir sind gleich, also bis zum Endziel Karlsbad sind das noch 31 Kilometer. Aber noch 1 Kilometer bis zur tschechischen Grenze, genau. Und dieser Regen, der gerade hier war, der hat die ganzen Temperaturen abgekühlt. Das ist sowas von scheiße und beschissen, mit gekühlten Temperaturen hinzufahren.
Vorhin war viel besser gewesen, wo ich meinen Pullover aus hatte. Das war richtig geil. So Leute, wir sind gerade an der tschechischen Grenze. Wir haben es erreicht. Von hier aus sind es noch 30 Kilometer bis zum Zielortschaft Karlsbach. Hälfte von uns Deutschland, Hälfte von uns Tschechien. Das ist Tschechische Republik. Wir werden da jetzt reinfahren in Tschechien. Man sieht auf jeden Fall an den Straßenschildern, dass das hier irgendwie tschechisch aussieht. Und an diesen Verkehrsreflektoren hier. Also wir sind gerade in Tschechien reingefahren. Und ich muss echt sagen, ist eine richtig geile Landschaft hier. Richtig schön hier. Hier mit ganz viel Bewaldung. Da drüben fließt ein Fluss lang. Ist total schön hier. Das hier, das sieht richtig geil aus. So richtig naturhaft. So muss es sein. Das ist Tschechien. Also zumindest diese Stelle von Tschechien sieht so aus. Und schon wieder muss man den ganzen Berg hier hochschieben. So, es ist schlaucht und anstrengend. Aber dafür mit einer schöneren Atmosphäre. Die Luft ist hier viel besser. Man kann hier wirklich viel besser durchatmen. Das Klima ist hier sehr angenehm und das riecht ja so, so schön natürlich. So nach Waldduft und so. Das Rumschieberei, das strengt am meisten an. Oh Leute, die letzten 10 Kilometer war eine richtig geile Abfahrt gewesen. Die ganze Zeit durchgehend. Mein Bruder hat die teilweise gefilmt, die Abfahrt, deswegen schaut auf seinen Kanal drauf. Genau, ich habe das nicht gefilmt, die Abfahrt, weil wir waren teilweise über 50 km/h und es war richtig schwierig gewesen, diesen klapprigen alten Damenrad hier zu halten. Ich brauchte beide Hände. Ich wollte es nicht riskieren, irgendwie auf die Schnauze zu fallen bei 50 km/h oder so. Aber wir sind auf jeden Fall die letzten 10 Kilometer die ganze Zeit durchgehend richtig geil runtergefahren. Und das stinkt hier die ganze Zeit voll nach Scheiße. Hier nach Jauchegrube und sowas stinkt das hier. Ja. Aber so richtig. Kaffee. Genau, so soll das sein. Und jetzt noch 11 Kilometer bis zum Zielortschaft. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt den ganzen Berg irgendwie wieder hochfahren müssen oder so, sondern dass es irgendwie so bleibt oder mindestens irgendwie eben oder so. Dass wir schnell rankommen zum Ziel. Ich habe auf jeden Fall die Schnauze voll vom Fahrradschieben. Zu früh gefreut. Wir müssen wieder so einen scheiß Berg hochschieben. Oder Hügel, also auf jeden Fall geht es jetzt auf jeden Fall berghoch. Ich hoffe, dass das nur kurz so ist. Ich habe etwas Sorge, dass bis zur Zielortschaft es jetzt die ganze Zeit nur berghoch gehen sollte. Wir haben auf jeden Fall so richtig die Schnauze voll vom Fahrradschieben. Wir wollen am Ziel ankommen. Es schlaucht und schlaucht und schlaucht schon wieder. Es geht so richtig auf die Gehirnnerven. Das strengt auf jeden Fall wieder an. Oder obwohl dieser Bergaufstieg, der war nur ein paar hundert Meter. Also alles gut. Und ich stelle euch mal alte klapprige Damenradbremsen vor. Diese Geräusche machen die. Die müssen sich so anhören, weil sonst geht das nicht. Also beziehungsweise diesen Trick können nur alte klapprige Damenräder. Das müsst ihr euch merken. Oh Leute, scheiße. Ich habe da so einen beschissenen Stein übersehen oder was das war. Ich habe jetzt einen Platten. Hier, guck mal. Mein Vorderrad ist platt. Das ist richtig scheiße. Und das 600 Meter vor dem Ziel. Bevor wir das Ziel angekommen sind. 600 Meter. Ich habe hier einen Platten, ich muss das flicken. Ich glaube, die letzten 600 Meter schieben wir und dann gucken wir wegen, wie heißt das nochmal? Du hast extrem viel Dreck am Gesicht. Ja, also den... Oh Gott. Du hast richtig viel Dreck am Gesicht. Und genau, und dann, ich glaube, dann gehen wir einmal zum Bahnhof und schauen da irgendwie nach. Wie das mit den Zügen und so weiter aussieht. Und wenn wir dann dort angeschaut haben, dann werde ich den Platten hier flicken. Ich glaube, so machen wir das. Ja. Richtig beschissen. Warum jetzt die ganzen letzten 400 Kilometer ist nichts passiert? Oder über 400 Kilometer, wie viel wir gefahren sind. Und jetzt 600 Meter vor dem Ziel muss ich ausgerechnet einen Platten haben. Da weißt du, weil da so ein beschissener Ziegelstein oder was das war, irgendwie da rumlag. Wo ich das nicht gesehen habe, voll scheiße. Richtig beschissen. Egal, die letzten 600 Meter schieben wir erstmal. Mit dem platten Reifen. So eine Scheiße, ey. Warum muss das gerade jetzt passieren? Das ist richtig widerlich. Also natürlich muss das passieren. Das würde ja richtig komisch kommen, wenn man Fahrrad-Content macht und da kein einziger Platten passiert. Aber jetzt haben wir einen Platten. So muss das sein. Aber das nervt mich total. Der Platten muss repariert werden. So, Ziel erreicht. Bahnhof,
Karlsbad. Von hier aus werden wir später oder morgen mit dem Zug nach Hause fahren. Aber ich werde jetzt hier irgendwo mal ein Fahrrad flicken. Jawohl, erstmal Rad abmachen. Hier habe ich Flickzeug, den habe ich extra für 10 Euro gekauft. War ja mal wieder klar. Jetzt fliegt mir das ganze Flickzeug hier um die Ohren. Das ist eine Selbstverständlichkeit, dass das passiert. Das nur, weil ich mit diesem alten, klapprigen Damenrad gefahren bin. Genau, ihnen gebe ich die Schuld dazu, dass das hier passiert ist. Und sonst jemand anderes, genau. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde mit diesem Fahrrad definitiv keine Freunde werden. Jawohl, hier ist der Loch. Hier werde ich jetzt diesen Pflaster drauf machen, also dieser Flickzeug. So, ich werde es genauso wie hier in dieser Anleitung machen. Und zwar als ersten Schritt das Ding mit dem hier irgendwie ein bisschen beschädigen. Also der muss beschädigt werden, damit das besser klebt. Es muss mehr Grip dran sein. Deswegen muss der Loch ein bisschen beschädigt werden. Das ist ganz, ganz wichtig, dass der beschädigt ist. So, jetzt Kleber drauf und eine Minute ziehen lassen, bevor der Pflaster drauf kommt. So, und jetzt kommt der Pflaster drauf. Und ganz fest pressen. Genauso wie bei der Geburt. Pressen. Es ist schon ewig her, dass ich das letzte Mal an Reifen geflickt habe. Das ist schon Jahre her. Viele Jahre her. Ich glaube schon über 10 Jahre her oder so. Wo ich das letzte Mal gemacht habe. Ja. So, ich habe ein paar Minuten gewartet. Und jetzt probiere ich mal, ob das jetzt hält. Oh Scheiße, hier ist noch ein zweiter Loch. Das hat den Rad so richtig durchgehämmert. Es hat wirklich den ganzen Schlauch von hier nach hier durchgeschossen. Dieser beschissene Stein, ey. Richtig scheiße. Jetzt muss ich diesen Loch hier auch noch flicken. Ja, jetzt muss ich genau dasselbe hier an dieser Seite auch machen. Jetzt wieder so ein Kleber drauf, so ein bisschen hier rumschmieren und ungefähr eine Minute abwarten. So, jetzt dieser Flicken drauf und wieder wie bei der Geburt pressen. Die Folie ab und jetzt warte ich so einen kleinen Moment und dann versuche ich das wieder aufzupumpen. So, ich probiere es jetzt nochmal. Okay, ich denke, das sieht gut aus. Lass ich mal die Luft raus. Und jetzt mache ich den Schlauch am Rad dran. Und jetzt zum letzten Abschluss nochmal Luft drauf machen. Das ist eine sehr kleine Luftpumpe. Die ist voll lästig. So Leute, ich habe es repariert bekommen. Da kommt keine Luft raus. Das ist richtig gut. Und das ist auch mit den Bremsen, funktioniert alles perfekt. Das Schwarze geht voll beschissen ab, aber genauso soll das sein. Die Hände sollen genauso aussehen wie direkt nach einer alten, klapprigen Damenradreise. Ja, genau. So benutzt müssen die unbedingt aussehen. Das ist ganz wichtig. Der erste Zug, der kommt um 4.23 Uhr und wir haben jetzt 0.23 Uhr. Also in exakt 4 Stunden. Und wir haben uns überlegt, uns keinen Schlafplatz zu suchen oder so. Weil das wäre ja blöd, irgendwie jetzt stundenlang irgendwie nach einem Schlafplatz zu suchen. Ganz kurz hinlegen, pennen, dann wieder zusammenpacken und dann morgens früh wieder los. Und deswegen haben wir uns überlegt, die nächsten 4 Stunden einfach komplett durchzumachen. Und genau, und morgen mit dem ersten Zug nach Hause zu fahren. Das wird auch wieder eine richtig beschissene Bahnfahrt werden. Aber dieser Bahnhof, der ist schön chillig. Hier sind wenig Leute und das ist hier farbenfroh. Sieht einfach geil aus. Geiler Bahnhof. Und ich hatte mich mit meinem Bruder ganz kurz getrennt gehabt. Ich glaube für, weiß nicht, 1-2 Stunden oder 1,5 Stunden ungefähr. Ich habe mich mit einem tschechischen älteren Alkoholiker unterhalten. Und der kann weder Englisch noch Deutsch. Genau, das war sehr schwierig gewesen. Aber er sieht auf jeden Fall echt gar nicht gut aus, weil, weiß ich nicht, seine ganze Haut ist völlig übergelbt. Also sowas von gelb, also wahrscheinlich wegen Leberproblemen oder sowas. Man kann irgendwie kaum laufen, das ist sehr schlimm. So ein Leben wünsche ich keinen. Und genau, und mein Bruder war für die Zeit irgendwie so ein bisschen in der Stadt rumfahren. Ja.
Ich habe mir ein Festival angesehen, da war ein Filmfestival, internationales Filmfestival, schon das 58. hier in Karlsbad. Und ja, habe mir ein paar Sehenswürdigkeiten angeschaut, also ist wirklich eine schöne Stadt hier, klein, aber fein. Und es war wirklich richtig viel los beim Filmfestival, also hier ist alles tot, aber da in der Stadt ist richtiges Leben, über 1000 Menschen. Und das an einem Nicht-Wochenendtag, muss man dazu bedenken. Es ist Donnerstag. Und ich war zu faul dazu gewesen, um mitzufahren. Ich habe hier gechillt mit dem älteren Mann. Jetzt müssen wir 2 Stunden oder so warten. Keine Ahnung, wie spät haben wir es? Wir müssen bis 5.26 Uhr warten. Ich weiß, wie du auf 4.30 Uhr kamst. So, wir haben gerade Ticket geholt. Und wir wissen nicht, ob wir hier rein müssen. Oder ob da drüben gleich ein Zug kommt. Aber auf jeden Fall hat die am Schalter gesagt, 3 oder 4. Genau. Sie wusste selber nicht genau, welcher Zug das wird. Und hier steht auch überhaupt gar nichts dran am Zug, welche Richtung der hinfährt. Das ist voll scheiße. Sonst würden wir jetzt hier reingehen, falls das unser sein sollte. Und mir ist noch eine beschissenere Auffälligkeit aufgefallen. Und zwar, mein Vorderrad, der verliert wieder Luft. Das heißt, ich habe es doch nicht ordentlich zusammengeflickt. Das ist scheiße. Ich muss das zu Hause neu flicken. Aber ich werde das jetzt nicht mehr innerhalb dieser Bahnfahrt machen. Oder jetzt. Jetzt haben wir keine Zeit dazu. Und ich wäre jetzt auch nervlich, aber viel zu faul dazu. Wir sind müde. Wir wollen einfach nur nach Hause. Jawohl. Das hier ist unser Zug. Hier will wir einsteigen. Der ist gerade angekommen. Also das hier ist zwar nicht unser Zug, sondern das hier. Wenn ihr euch die Radreise aus der Perspektive von meinem Bruder anschauen wollt, hier habe ich euch die Playlist verlinkt. Schaut da auf jeden Fall auch rein und hinterlasst ihnen ein Abo.